Yo, was geht ab, Leute? Longbeef wieder am Start und damit willkommen zu einem weiteren Stream Call of Duty Modern Warfare 3 Zombie-Modus. Ich habe heute tatsächlich schon eine Runde Zombie gespielt, paar Runden Multiplayer und ich muss sagen, Multiplayer finde ich richtig geil, macht richtig Spaß mit den Maps und auch mit den Waffen, die wir da haben. Und eine Runde Zombie-Modus Solo gespielt. Und ich weiß ja nicht, ob der ein oder andere auch von euch schon gespielt hat, vor allem Solo. Denn ich muss sagen, Solo ist das doch schon was anderes als DMZ. Wer es noch nicht gesehen hat, ich zeige euch gleich, ich spiele jetzt direkt eine Runde Solo. Es ist was ganz anderes. Auf jeden Fall habe ich mir einiges vorgenommen. Ich werde heute auf jeden Fall länger streamen. Ich werde lange da sein. Ich hoffe, ihr seid auch dabei und ich hoffe, ihr seid gut ausgestattet für den ganzen Abend. Ich leider nicht so. Aber kriegen wir schon hin. Pizza ist am Start, Müllermilch ist am Start und natürlich ist auch Holy am Start. So muss das sein. Ja, es gibt einiges, was neu ist und einiges, was wirklich cool ist. Was sie gut gemacht haben, finde ich. Aber was gut ist, was schlecht ist, darüber sprechen wir später mal. Ich möchte noch so 2-3 Runden mindestens noch mal spielen. In der nächsten Runde, wenn ich gleich starte, sage ich mir ein bisschen was dazu. Denn ich habe schon so hier und da ein paar Taktiken, wie man besser mit den Zombies, sage ich mal, zurechtkommt. Ja, fangen wir erstmal an. Also, wir haben hier unten rechts die Story-Mission. Und wie ihr seht, Akt 1, 2 und 3. Und die Missionen, die sind euch vorgegeben. Ne? Wie das jetzt aussieht mit Freischalten 1 von 20 Missionen, ne? Und es hat auch verschiedene Stufen, also wie bei den Fraktionsmissionen auch, hat man hier verschiedene Stufen, ne? Wir sind jetzt gerade hier Stufe 1, Stufe 2 und dann geht das immer weiter und genau, damit man Akt 2 dann freischalten kann, ne? Damit man vorankommt. Die Missionen, die ich mir jetzt hier so angeschaut habe, die sind ja für den Beginn Stufe 1 natürlich relativ einfach, ne? Aber irgendwann fängt es dann tatsächlich an, dass es so langsam ja schwerer wird. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr Kollegen habt oder Leute aus der Community, zockt am besten mit den Leuten zusammen, denn es ist Solo, ist es schon, es ist schwitzig, finde ich, ist meine Meinung, aber werdet ihr gleich sehen, dazu werde ich gleich ingame nochmal was sagen. Öffne 25 Beutedepots, das nehme ich als Mission mal mit. Und was auch ganz interessant ist, wenn wir auf Visitenkarten gehen, auf Zombies, sehen wir hier nämlich unten, das ist eine Mission, die ich unbedingt machen möchte und ich bin auch gespannt, ob ich das heute hinbekomme. Denn dafür müsste ich Solo reingehen und ich müsste Solo den Ätherwurm töten. Soweit ich weiß, außer es hat sich da bis dahin was geändert, sobald die Zone kommt, ne, also die Zeit abgelaufen ist, erscheint wohl auch der Ätherwurm. Ob das so gleich ist, werden wir gleich erfahren. Ich hoffe es, ich bin mal gespannt. Ich versuche jetzt gleich Solo bis zum Ende drin zu bleiben und ja, mal schauen, was so passiert. Ich war in der normalen Zone, also in der einfachen Zone, Stufe 1 drin. Es ist alles Pillepalle. Aber Stufe 2 Solo ist schon mal was ganz anderes. Und das kann man, finde ich, mit DMZ so nicht vergleichen, wenn man DMZ jetzt Solo reingeht mit dem Zombie-Modus. Jetzt, das ist was ganz anderes. Also da muss ich sagen, ist DMZ Solo einfacher, als im Zombie-Modus Solo reinzugehen. Aber ja, ich möchte gar nicht weiter labern. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Ich glaube, ja, Truppfüllen ist aus. Mission bestätigen. Wie ihr seht, ich habe schon etwas. Inventar mal kurz bearbeiten. Hier Abschluss von Akt 1. Da kriegt man erstmal den zweiten Waffenslot frei. Das ist heute auf jeden Fall so mein Ziel. Und dann nehme ich mal die Renetti mit und dann habe ich schon ein paar Dosen, ne, wie ihr seht, Feldausrüstung. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Dazu habe ich ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal nochmal anschauen. Übrigens, wer es noch nicht gemacht hat, gerne Like und Abo da lassen. Ziel für heute, mal schauen, ob wir es wirklich hinbekommen. 500 Likes habe ich ganz hoch angesetzt, voll optimistisch. Und mal schauen, ob wir es hinbekommen. Jetzt muss ich kurz gucken, repariert die Panzerung vollständig, zwingt Feinde in Umgebung, 10 Sekunden, um mich anzuvisieren, bla bla bla. Energiemine ist ganz gut, hat mir super geholfen, das nehme ich auch so mit rein und ich gehe auch direkt ins Game. Und dann erstmal Grüße an Bane, Bruder, Lian, Birkan, Alex, Krampfi, Santiago, Patrick, The Dark Raven, deutlich abnormal und alle anderen, die
noch nicht da sind, die vielleicht sogar noch arbeiten sind. Ich weiß, es ist Freitag. Ich war im Überlegen, ob ich nicht sogar erst um 20 Uhr streame, weil viele von euch tatsächlich auch arbeiten sind noch. Na, gerade wer Spätschicht hat oder Frühschicht, man kommt nach Hause, man hat viel zu tun und. Ich persönlich hatte Nachtschicht gehabt, wurde auch aus dem Bett gerissen, was gar nicht so schlimm ist, soll kein Vorwurf an meine Frau sein. Die Kinder sind beide krank und sie fühlt sich auch noch nicht so gut und ja, deswegen, ich bin mal gespannt, aber ich bin auf jeden Fall fit. Ich war heute schon in der Nachtschicht, habe ich schon mit einem Kollegen gesprochen, ich habe ja schon gesagt, ich bin voll heiß drauf. Und ja, ich habe mir auch VPN tatsächlich gekauft, weil ich schauen wollte, ne, schon mal vorher zocken und sowas. Wäre ja möglich gewesen, 9. November um 6 PM PT-Zeit. Ja, aber leider habe ich das dann das doch nicht geschafft, zeitlich. Und ja, Ladebildschirm finde ich schon cool. Ist mir vorhin schon aufgefallen. Das ändert sich tatsächlich auch mit dem Ladebildschirm. Alles ganz cool gemacht. Moin Barbos. So, Solo. Nachher kommt Soko noch dazu. Der will sich das Spiel auch kaufen. Hat er noch nicht gekauft. Ich glaube, ich muss, denke ich mal, den einen oder anderen von euch ein bisschen überzeugen. Aber wir sprechen gleich darüber. Moin Justin. Grüß dich Martin. Schuschu. Kann man noch mit Freunden spielen oder ist das ein Bug? Also man kann mit Freunden spielen, es ist möglich, auf jeden Fall. So, pass mal auf, die Map, voll geil, richtig geil gemacht. Wir sehen unsere Mitspieler, es ist ja im PvE-Modus, sehen wir hier. Also ne, hier ein Dreier-Team, da ein Dreier-Team, da ein Dreier, ein Zweier-Team, Dreier-Team, einer Solo, noch einer Solo. Also wir haben drei Solos mit mir. Krass, und da oben ist ein Team. Ja. Ich nehme direkt mal eine Mission an, denn Mehrspielermodus, also das Leveln, finde ich, ist so ein bisschen, so das zieht sich irgendwie so etwas, ich weiß es nicht, aber von der EP-Zahl her macht ihr ungefähr das gleiche wie bei DMZ auch. Also ich hatte in der letzten Runde zwei Missionen gemacht, bin in der 10. Minute rausgegangen, wie ihr seht, wir haben 45 Minuten, die wir spielen können. Und das ist eine verdammt lange Zeit. Und diese Zeit, die braucht man tatsächlich auch, weil man ist wirklich viel mit den Zombies hier beschäftigt. Ja, ja, was wird hier angezeigt? Das ist zum Beispiel eine mysteriöse Kiste. Ich glaube, 10.000 braucht man, um eine zufällige Waffe rausbekommen zu können. Ich meine, das waren 10k. Ne, 950, sorry. Okay, doch ein bisschen zu viel. Dann war es irgendwas anderes. So, und dann nehmen wir mal oben die Mission mal an. Dann schauen wir mal, was so geht. Mein Team untersuchte lokale Anomalien, als der Kontakt abbrach. Also genau genommen sind diese Anomalien. Beziehungsweise der Auftrag habe ich ja schon angenommen. Die Wellenlänge des Hämmers muss konstant. In der EZ kann man nie genug Ressourcen haben. Wenn du noch Platz hast, durchsuch Vorräte. Erfrischt. Was? Erfrischter. Old, erfrischt. Sorry, danke für dein Follow. So, Moment mal. Okay, ich glaube, ich muss es beschützen, ne? Gehe ich mal stark von aus. Oder greifen die tatsächlich nur mich an? Okay, die greifen nur mich an. Mit den Missionen habe ich mich noch gar nicht so auseinandergesetzt. Deswegen mache ich alle Missionen mal einmal so durch. So. Ihr nennt die übrigens eine ganz gute Waffe, finde ich hier im Zombie-Modus. Übrigens, die Munitionslager sind wirklich sehr, sehr wichtig. Das Gute ist, ihr könnt an den Zombies hier so ein bisschen vorbeilaufen. Da ist alles möglich. Das ist das Geilste hier dran. Bam, alle Zombies weg. So, eins, zwei,
Zwei fehlen mir noch, oder was? So, eins, zwei, der ist hier. Ah, okay. Gut, jetzt kann ich die kaputt machen. Hab mich schon gefragt, was ist denn hier los? Okay, ja, dann sind das ja relativ einfache Missionen. Mission erfüllt und dann bekommt ihr hier eine geile Belohnung. Macht erstmal auf jeden Fall die Zombies erstmal weg. So. Was gut ist, wenn ich Glück habe, wird meine Waffe gleich geupgradet. Nee, leider nicht. Okay, schade. Ich hatte in der letzten Runde tatsächlich Upgrades dabei. Erfricht Herolds. Sorry. Moin, grüß dich. Moin, Black. Moin, Schmidi. Moin, Silver. Stefan, was geht's? Moin, Jens. Moin, Jack Herrer. Guten Abend. Schmidi, kannst du nach ein paar Sekunden direkt kaputt machen? Ja, habe ich jetzt auch gemacht. So. Ich muss jetzt gleich auf jeden Fall ein bisschen looten. Das Gute ist, die Zombies, die lassen halt immer wieder Munition droppen, was auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Denn Munitionsverbrauch bei MW-Zombies ist, das ist einfach brutal. Brutal. Fahrzeug markiert. So, dann nehme ich mal ein Auto und fahre mal direkt zur nächsten Mission. Nehme mal hier. Markiere Auftrag. Das da vielleicht mal an. Und dann schauen wir mal, was so geht. Nichts geht mehr. Ziel gebrochen. Oh, wow. Gute Besserung. Ja, also ich habe schon auch gesehen, dass viele größere Streamer jetzt, so Westy, Onyx und sowas, also die finden das nicht so cool. Also die wünschen sich, dass DMZ weitergeführt wird. Ich mache mir noch ein Bild dazu. Ich habe schon so, ja, auch so eine Tendenz, wo es hingehen sollte, finde ich. Ich muss aber erstmal ein paar Runden gespielt haben. Du kannst seit 3 Tagen kein war alles neu runtergeladen werden, muss Black. Oh, das ist blöd. Ja, moin, Bruder. So. Starten Sie das PNG-Team. Lassen Sie nicht zu, dass Barreras Team umsonst gestorben ist. So, dann machen wir das mal. Und aktivieren. Das PNG kann diese Phasenkristalle zerstören. Überwachen Sie es bei der Arbeit. Keine Zeit für einen Vortrag, Dr. Barrera. Es kommen Untote. Es kommen Untote, ja. Sehr schön. Wichtig ist eben, diese Aufträge zu machen, damit man eben diese Belohnungen bekommt. Ich hatte es in der letzten Runde so, dass die Waffe modifiziert wurde. Die Waffe, die war dann OP. Das war richtig geil. Moin, mein Name ist Nobody. Grüß dich. Ja, ich finde das schön, dass sie von vorne kommen und nicht von der Seite rein. Oh, doch, 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 doch. Shit. Die Höllenhunde, die sind schon nervig. Guck mal hier ein bisschen was. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Ich hoffe, diese Kuh schmeckt nicht nur nach Fisch. Im Gegensatz zum Geschmack hält die Wirkung, bis sie ausbluten. Wenn sie zu Boden gehen, suchen sie schnell Hilfe. Also, hätten die jetzt beispielsweise eine andere Stufe, wäre es hier nicht, ja, easy, würde ich jetzt nicht sagen, dass es easy ist, so.
So. Veröffentlichen könnte. So. Bumm. Bauplan für Napalmsalve. Munition. Sehr geil. Okay. Da muss man hier noch ein bisschen looten. So, was kann man denn hier so kaufen? Guck mal, Prezi, Schlüsselkarte. Nimm ich mal mit, weil ich hätte letztens keine gefunden. Es gibt so vieles zu erkunden, Leute. Das ist so geil. So. Es gibt noch weitere Missionen. Waffenversteck fand ich auch ganz gut. Düse ich mal hin. Oh, laufe ich mal hin. Ja. Ja, komm, ich nehme mein Auto eben. Oh. Was kommt hier? Warte mal. Mal. Die Mission nehmen wir auch mal direkt an. Machen wir so viele Missionen, wie es einfach geht, in einer Runde. Seismische Messungen werden helfen, Terminusminenoperationen zu lokalisieren. Beschützen Sie unsere Geräte. Ich überwache die unterirdische Aktivität in der Asset. Es gibt so viel, dass wir von hier oben aus nicht sehen. Sammeln. Daten. Machen wir. Um, weiter geht's. Also man kann natürlich auch, man muss sich gar nicht mit den Zombies großartig fighten. Man kann eigentlich theoretisch auch einfach loslaufen und ja, ein bisschen davor abhauen, sag ich mal. Aber natürlich macht ihr super EP damit, wenn ihr die Zombies auch noch mitkillt. Ah, warte mal. Die Feldausrüstungen sind super wichtig, Leute. Das kann ich nicht oft genug sagen. Der Transmitter sieht das Netzwerk. Stabile Verbindung jetzt. Hau dir rein. Also, weil. Ach, so gut. Vorsicht, Einsatzteam. Sie bekommen Besuch von Terminus. Ah, guck mal. Da kommen zum Beispiel Soldaten auf mich zu. Also, hier sind nicht nur Zombies, ne? Ach du Sch... Okay. Das ging jetzt aber flott. Das ging jetzt aber flott, du. Wow. 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 Also... So einen Schaden haben die vorher nicht gemacht. Die Bots. Heftig. Das war jetzt krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie so einen Schaden machen. Okay. Gut, weiter geht's. Was haben wir noch? Also Zone 2 Solo ist schon heftig. Guck mal, da ist Pack-a-Punch. Ich gehe mal da in die Richtung mal. Auftrag annehmen. Ja. Tippe, ja, habe ich gemerkt. Also, das hatte ich vorhin aber nicht. Also, weiß ich nicht. Wenn die so einfach so rumlaufen, dann machen die nicht so einen Schaden. Also, das war jetzt gerade wirklich beim Auftrag jetzt nur so. Ja, schon krass. Ja, und manche Leute, die haben ja von euch so gesagt, ja, mit PvP wäre das noch geiler. Aber ich sage euch ganz ehrlich, gäbe es hier jetzt noch PvP mit dazu, mit anderen Spielern. Das wäre sowas von hardcore unfair geworden. Das wäre schon nicht mehr feierlich. Mission erstmal annehmen hier. Moin Rottweiler, grüß dich. Moin Kevin. Hochrangiges Ziel. Ich liebe diesen Begriff. Passen Sie nur auf, dass es nicht auch auf Sie zielt. Da muss man sich, an diese Dose muss man sich ja erstmal gewöhnen, dass man die erstmal hat und dass sie eben auch ja, viele Vorteile so mit sich bringen. Das kann zum Beispiel weg hier. So. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was los? Hey, was los? Meister.
Na. Und was bist du am Zocken? Hm? Was bist du am Zocken? Ja, Zombie. Ja, geil, oder? Ja. Haben wir schon ein paar Runden hinter uns. Boah, ey, Leute, was ist das denn? Oh, Junge. Okay. Ja, den hatte ich vorhin schon mal gehabt, tatsächlich, den Typen hier. Das mit dem Nachladen, das ist so asozial. Also man kann, das ist wirklich einfach nur die ganze Zeit laufen, nachladen, schießen. Laufen, nachladen, schießen. Und immer schön auf die Birne irgendwie halten. Oh shit. Kopftreffer sind extrem wichtig. Ja, Kopftreffer sind wirklich sehr, sehr wichtig. Boah. Und Solo ist das sowieso nochmal ein ganz was anderes. Oh. Also. Solo. Wenn du dann diese Bosse machst, ist Solo schon. Ja, mach ich gerade. Mach ich gerade ein. Und ich habe keine Munition mehr. Ich habe jetzt nur noch meine Pistole. Ist das nächste probieren? Hier ist Munition, 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 Munition. Jetzt habe ich mich natürlich selber betäubt, ey, das gibt's nicht. Schön drei Plattenwesten und große Rucksäcke gefunden. Boah. Ja, läuft. Ja, und hier ist wieder so eine Sache, das ist das, was ich gerade gesagt habe, die Dosen, die ihr mit euch mitführt, dann müsst ihr dran denken, dass ihr das auch mal reinpackt. Also gerade wenn ihr low seid, zum Beispiel hier, ne, Erhitze, maximale Gesundheit und, da muss man erstmal dran denken. Das ist ein ganz anderer Spielmechanismus, sowieso vom von der Bewegung her generell, ne, plus dann die ganzen neuen Tränke etc. pp. Ist das alles nochmal was ganz anderes. Wir haben 5000 Essenz gesammelt. Mal sehen, wofür wir sie ausgeben können. Suchen Sie eine Pack-a-Punch-Maschine. Damit können Sie Ihre Waffe erheblich verbessern. Ja, Pack-a-Punch-Maschine habe ich sogar hier. Da gehe ich mal direkt hin. Und schauen wir mal, was so geht. Moin, Easy. Auf jeden Fall Pack-a-Punch. Direkt, Leute. 5000. Bam. Waffe modifiziert. Gib ihm. Sehr geil. Was würde denn... Also mit... Pack-a-Punch ist wirklich ganz, ganz wichtig. Um die Waffe dann weiter zu leveln, müsst ihr in die zweite Zone reingehen. Tatsächlich. Und ich glaube, ich geh mal da in die Richtung. Ich gehe mal in die zweite Zone. Theoretisch kann ich ja als Solospieler mich dem anderen Team da irgendwie, ja, mich mal dranhängen und gucken. Ich höre mich doppelt, Ala. Echt? Würde gerne Zombie spielen, aber habe es mir geschworen, kein Geld dafür auszugeben. Boah, ja, ob das sich lohnt, darüber können wir gleich mal sprechen. Der Schweiger, danke für dein Follow. Ja, guck mal, da kommt schon mal. Das ist schon mal Stufe 2 Zombie gewesen. Also, das ist was ganz anderes. Ich muss auch erstmal ein bisschen looten gehen. Ich muss dann noch Depots öffnen. Ich habe ja meine Mission, an die ich mich halten muss. Und Leute, tatsächlich ist es so. Ich habe keine andere Wahl, ich muss die Mission machen, ne? Also PvP und sowas fällt ja weg. Heißt also, mir bleibt eh nichts anderes übrig, außer die Mission zu machen. Und wie gesagt, diese eine große Mission, die möchte ich unbedingt machen, nämlich den Ätherwurm Solo. Das wird aber hardcore werden, das wird richtig gut, richtig krass werden. Ja, ich gehe mal Richtung Stufe 2. Denn da sind noch mehr Häuser, die man looten kann. Hier ist ja, also Stufe 1, da ist ja fast gar nichts so, ne? Und wie ihr seht, ich habe jetzt nicht mehr 60 Schuss, ich habe 120 Schuss, ne? Meine Waffe, die macht ein bisschen mehr Schaden und. Deswegen Pack-a-Punch ganz, ganz wichtig.
Zumal Looten ist sowieso wichtig, damit ihr eben diese Ether-Kristalle, Ethereum-Kristalle und Ether-Werkzeuge findet, damit ihr eure Waffen noch mehr, noch besser modifizieren könnt. Eine Mission. Beschütze den Server. Ja, komm. Stufe 2. Mal schauen, wie es hier ist, wenn man hier Aufträge machen möchte. Also, in einem Haus zu sein, ist nicht so cool. Gerade dann, wenn die reinkommen. Wir brauchen die Daten für unsere Offensive. Wer fleißig Beute sammelt, muss nicht so oft zur Basis zurückkehren. Ja, das ist Fakt. Also, wer wirklich fleißig sammelt, der muss nicht immer so oft zurück. Das ist einfach Fakt. Was haben wir da? Das ist ein Nest, ne? Ja, genau. Da bekommt man auch gute Sachen raus. Das mache ich auch gleich. Müssen wir uns merken. Und da ist eine Festung. In der Festung wollte ich auch noch reingehen. Also, sich jetzt hier mit den Zombies zu fighten, solo, macht, glaube ich, eher weniger Sinn. Weil die anderen Mates, die laufen da hinten rum. Das ist ganz cool, dass man auch die anderen Spieler auf der Map sieht. Ganz cool gemacht. Sie sind also auf meine Bodenstörter gestoßen. Gehen Sie zur Basisstation und senden Sie mir Ihre Daten. So, dann gehen wir mal zur Basisstation. Was ist los hier? Also, ich sag's euch, wie es ist, ne? Dächer und sowas. Machen meine ich auch gar keinen Sinn. Ich glaube, die kommen hier trotzdem hoch, ne? Nee, doch nicht. Oh, guckt euch das an. Gerade diese Soldaten, die sind nochmal um einiges stärker. Ja, die sind nicht blöd, die Zombies. Die sind nicht blöd. Die sind nicht blöd. Die wissen, wo sie lang müssen. So, jetzt versuche ich das hier mal zu aktivieren. Ey, das gibt's noch nicht. Let's go. Okay, aufgewacht, kleiner Kumpel. Zeit, deine Freunde zu finden. Ja, also, es läuft. Es nähern sich Söldner. Wir kriegen entweder einen kompletten Scan oder nicht. Keine halben Sachen. Ach, guck mal, die Söldner, die kann man schon mal aus der Luft abschießen. Das ist ganz cool. Oh. So, dann gehen wir mal hier zur Seite. Boah, ich muss hier irgendwo. Puh. Ein Scharfschützengewehr, die Victus. Eine 3-Plattenweste, Leute. Eine 3-Plattenweste gefunden. Sehr geil. Mal gucken, wie lange ich die behalten darf. Bis ich eventuell sterbe. Also, man kann wirklich überlegen, die Zombies am Leben zu lassen. Und erstmal nur die, ja, die Söldner zu töten. Leute, ich habe kein Selfie. Das ist schon krass. Also. Hey. Also, hier heißt es, Vorbereitung ist tatsächlich alles. Definitiv. Ohne Platten etc. pp. Ist es ätzend. Es ist ätzend. Es ist einfach ätzend. Wieso? Nicht geschafft. Mission nicht geschafft. Das ist Hardcore. Das ist Hardcore. Das ist krass. Ohne Vorbereitung könnte es knicken. Ich brauchte gar nicht anfangen, irgendwelche Missionen hier zu machen. Und Solo, wie gesagt, ist das sowieso nochmal ein ganz anderer Schlag. Ich habe gesehen, viele Solo-Spieler, die halten sich irgendwie nur am Rand dieser Zone hier auf. Ja, aber mal ganz ehrlich, wenn ich Solo spiele, ich muss ja irgendwann hier in diese Zone rein. Da macht es keinen Sinn, sich da die ganze Zeit nur in dieser einen Zone da aufzuhalten, in dieser weißen Zone.
Jetzt. Also hier sind die Zombies angenehmer als die, ja, die Soldaten, definitiv. Weil ich bin hier im Endeffekt jetzt nur an den Soldaten so krepiert. Das war, die Zombies, die waren da. Moin Dangerous, ey, was geht? Das brauchen wir. Ist noch gesperrt. Müssen wir hier noch kaputt machen? Oh shit. Leute! Oh! Das ist eine richtige Herausforderung. Also wer auch Bock auf Herausforderung hat und gut und schnell spielen kann, für den ist das auf jeden Fall was. Alle anderen, Solo, die schon Schwierigkeiten bei DMZ hatten, zu überleben alleine gegen die Bots, kann ich nicht empfehlen, dass er Solo spielt. Absolut nicht. Also das ist doch schon etwas, wo man, ja, fortgeschrittener sein sollte. Was spawnen die denn immer wieder da? Ist immer noch gesperrt. Ah, okay, warte mal hier. Maximale Munition, sehr schön. Und jetzt, warte mal, jetzt habe ich doch was rausgenommen, ne? Ja. Napalm. Wobei ich muss sagen, Napalm hat. War nicht so geil. Das hält doch auch nur einmal so, ne? Das ist halt das. Steht beim Tod Grabstein. Einfach mal nehmen, damit ich hier ein bisschen was mitnehmen kann. Was haben wir denn hier noch? Ziervorrichtung. Das fände ich ein bisschen blöd. Nehme ich einfach mal mit. So. Ja. Also, auf jeden Fall besser. Mit dem Frost. Finde ich cool. Ja, das ist geil. Mit Tote Leitung fand ich auch richtig cool, weil die verbrennen dann. Kann ich euch mal zeigen. Pack ich mal rein. Das ist ganz cool, weil die erstarren ganz kurz. Sollen wir mal in die dritte Zone reingehen, Leute? Würde ich mal sagen, oder? Solo-Spieler. Dritte Zone. Ja, machen wir. Gucken, was hier so abgeht. Schauen, wie schwierig das hier ist. Oh, shit. So. Seht ihr? Junge! Also die Feldausrüstung ist einfach nur Lebensritter. Sag ich so, wie es ist. Aber guckt euch das mal an. Nee. Also, wir müssen erstmal in Zone 2 zu einer, ja, Pack-a-Punch-Station. Die Waffe, die muss auf jeden Fall modifiziert werden. Die macht definitiv zu wenig Schaden. Definitiv. Machen wir den Pack-a-Punch. Wie sieht der? Was war das nochmal für ein Symbol? Genau, da. Mal ganz kurz. Pack-a-Punch. Hier. Autos haben wir hier oben auch. Ich fahre da mal eben hin. Ich habe jetzt 8000. Ich kann mir vorstellen, dass das in der zweiten Zone, in der ersten Zone kostet das ja 5000. Kann ich mir vorstellen, dass das in der Zone 2... Ah, guck mal, warte mal. Die muss ich auch noch eliminieren. Ach, Junge. Was geht denn hier ab? Niki, danke für den Sub. Ei,
Ei. Ei, los míos. Oh, no. Ei. Nein! Annika, sorge ich dafür, dass unser Motor... Nein! ...ständig Untote vor die Motorhaube. Das stört mich nicht weiter. Überfahren Sie. Lass mich! Nur auf die Reifen auf, ja? Boah! Leute! Was war das denn? Ist das heftig? Also Solo, Zone 2... Kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen. Krass. Oh, es wird gesniped? Okay. Ich bin jetzt davon ausgegangen, kurz ein anderer Spieler, aber nee, Moment mal. Gibt's hier nicht. Guck mal, noch eine 3-Platten-Weste. Krass. Aber Platten ist so ein bisschen. Sparprogramm. Von wo wäre ich denn besniped? Von irgendwo kamen Sniper-Schüsse jetzt ganz. Ah, hallo! Komm. Oh! Shit! Die verfolgen mich! Die hören gar nicht auf! Du Scheiße. Oh, okay. Ach Junge. Was geht denn hier ab? Das ist ja sagenhaft. Also da, mit dieser Schwierigkeit habe ich absolut nicht gerechnet, sage ich euch ganz ehrlich. Ich dachte, okay, Solo, komm, Zone 2 wird schon okay werden, ab 3 wird es schwierig werden. Aber denkst du wohl, ey, die rennen mir die ganze Zeit hinterher. Ja, und das war's mal wieder. Das war's mal komplett. Moin, Ken. Self, hallo, moin. Ja, bei mir ist alles klar. Und bei dir? Ich geh mal zu dem anderen Mate. Vielleicht kann er mir helfen. Hey, Mate. What's up? Ja, ich helfe ihm mal. Ich lade nach. Ja, ich glaube, der hat auch nicht viel Munition. Also Munition ist wirklich mager. Warte mal, Munitionslager. I need ammo. So, let's go. Und dafür ist PV, also dafür ist das wirklich sehr gut hier, ne? Also, Aber warte mal, von hier oben kann man doch alles. Nee, vergiss es, was ich gesagt habe. Also, Leute. Soldaten, nicht so cool. Absolut nicht cool. Ich schau mal, ob ich irgendwie hochrennen kann. Ich kenne mich auf der Map auch noch gar nicht aus. Alter. Jetzt muss ich versuchen, da an dem... Ich mache auf jeden Fall zu wenig Schaden. Viel zu wenig. Ja, komm. Ich geh mal weiter. Ich möchte ja zur Packerbahn-Station. Möchte gucken, was das kostet. Ja, mach das, Self-Alum. Finde ich gut. Also Multiplayer finde ich geil, ist cool. Und Zombie gefällt mir bis jetzt auch. Weil es eine riesen Herausforderung. Ich bin bis jetzt noch nicht endgültig gestorben. Na, ich war schon down, aber nicht endgültig. Heftig. Was ist das hier? Kleine Puppe. Nimm ich mal mit.
Das Einzige, was ich tatsächlich blöd finde. Großer Rucksack. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Effekt maximale Gesundheit. Da mit dem Hechtsprung, das ist ganz cool. Schauen wir mal. Testen wir mal aus. Hechtsprung. Achtung, Leute. Nee. Meine Taktik ist nicht aufgegangen. Können mich theoretisch... Ach, warte mal. Stimmt, jetzt kann man ja Anfragen senden. Aber das sehen die nicht auf der Map, ne? Wenn man down ist, oder? Oh, ein paar EP mitnehmen. Okay. Heftig. Macht richtig Laune. Macht richtig Laune, Leute. Oh, ich kann um Hilfe rufen. Machen wir. Vielleicht ist es ja doch nicht vorbei. Fing das angezeigt? Schau mal. Can someone revive me? Please. Dann schauen wir mal. Also theoretisch dürfte es ja kein Problem sein, jemanden zu reviven. Aber ja, die sind alle selber irgendwie beschäftigt mit irgendwas. Ich glaube, da kommt keiner. Oder? Die eventuell? Doch. Kommt. Hoffnung. Die Hoffnung ist da. Die kommen. Oder? Ne, die machen was anderes. Die Exfillen? Ne. Krass. Also. Niki, was das Ziel im Zombie-Modus ist, Aufträge erfüllen, Missionen erfüllen, überleben. Das ist so eigentlich so die Mission, also die, das Ziel vom Zombie-Modus. Mehr ist es eigentlich nicht. Was mich jetzt gerade so ein bisschen schockiert ist, dass darauf jetzt gerade nicht so reagiert wird. Ich warte trotzdem mal ab. Mal schauen. Also jetzt gerade jetzt im PvE-Modus, wo sowieso PvP alles wurscht ist, werde ich definitiv jeden aufheben. Jeden einzelnen. Ich hab immer noch so ein bisschen Hoffnung. Der hier, der sieht so aus, als wenn... Aber nee, der ist am Schießen. Okay, der rettet sich gerade selber nur. Und dann soll man diesen Ätherwurm noch solo machen, damit man... ja, eine Visitenkarte bekommt, die natürlich legendär ist. Niki, ähnlich wie DMZ quasi nur ohne... Ja, genau, richtig. Also das ist 1:1 DMZ, nur ohne PvP. Mit anderen Spielern, mit Soldaten, Bots und Zombies. Ja, ist DMZ. Aber nicht. Ich bleib mal liegen. Ich bleib noch mal liegen, Leute. Es wäre nämlich schade. In der nächsten Runde weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ich werde... Man muss sich in der ersten, in der weißen Zone muss man sich schon komplett ausstatten. Man braucht am besten eine 3-Plattenweste, müsste man finden. Einen großen Rucksack braucht man und Platten ohne Ende. Und wenn man das hat, dann ist es machbar. Ich glaube... Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass die jetzt gerade kommen. Wäre geil. Ja, Niki, mach das unbedingt. Also, ich kann es nur jedem empfehlen, probiert es aus. Es ist anspruchsvoll. Es ist sehr anspruchsvoll. Solo. Im Team
Ist die weiße Zone viel zu einfach? Die gelbe Zone wird okay sein. Rot wird Hardcore werden. Da muss man, glaube ich, auch zu sechst am besten unterwegs sein. Genau. Genau, Schmidi, du sagst es, die Perks und sowas, das ist alles wichtig. Also die ganzen, alles, was ihr einsammelt und sowas, nutzt es auch. Aber da kommt tatsächlich keiner. Ne. Leute, gar kein Thema. Wir starten einfach die nächste Runde. Schade. Hm. Aber ja. Was soll man machen? Ne? Kann man nichts machen. Ich nehme mal noch die Schrotflinte mal mit. Ich bin leider vom Level her, ja, Level 15 erst. Also man levelt wirklich sehr langsam. Da, töte 30 Zombies, indem du sie überfährst. Okay, repariere einen Fahrzeugreifen. Dann machen wir das doch direkt. Sehr cool. Rainer. Stufe 3 mit besserer Ausrüstung etc. pp. Geht's auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Deswegen wollte ich ja zu der Pack-a-Punch-Station, um meine Waffe einfach nochmal zu modifizieren. Ja, ging nach hinten los, weil ich ein bisschen experimentiert habe. Ich habe gedacht, dass diese Hedge-Sprünge mehr Schaden einfach machen. Weil ich die ganze Zeit diese EP-Anzeige gesehen habe. Und ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Zombies immer wieder gestorben sind, aber scheinbar ja nicht. Gut. War mein Fehler, aber gut zu wissen jetzt, ne? Also ihr seht es jetzt bei mir. Macht also selber nicht den Fehler. Denkt ja nicht, dass er so viel Schaden macht. Erst einmal im Spiel gestorben, ey, krass. Es wird aber nicht das letzte Mal sein. Definitiv nicht. Also spätestens dann, wenn man mit mehreren Leuten reingeht und Stufe 3 machen möchte, wird es Tote geben. Definitiv. Schmidi, sorry. Aber finde ich cool, dass du bleibst. Moin, Christian. Aus. Haben die Abklingzeit mitgenommen? Ich habe da gar nicht nachgeschaut, tatsächlich. Was Bandits und sowas angeht. Da sagst du aber was. Da gucken wir gleich mal rein. Moin, Dometz. Jetzt hier Mission an. Ich muss ja jetzt noch ein paar Zombies überfahren. Da ist eine Pack-a-Punch-Station. Ich bin sogar am überlegen. Ah, wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Ich habe ja. Nee. Trotzdem, Moment mal. Ich bin doch. Genau. Ich müsste doch meine Ausrüstung haben. Weil guck mal auf der Map. Warte, wo ist das? Guck mal auf der Map. Grabstein. Ich habe meine Ausrüstung. Ich kann sie wiederholen. Weil ich vorher den Trank genommen habe. Ich mache mal hier einen Auftrag eben zu Ende. Und dann hole ich mir meine Ausrüstung erstmal wieder. Auf jeden Fall erstmal Geld und so. Schrotflinte. Ist, glaube ich, macht am meisten Sinn. Weed Dog. Was würdest du da für eine Wertung geben? Oh, für eine Wertung. Also jetzt gerade. Ich spiele jetzt gerade Solo. Jetzt gerade würde ich schon so eine 8 von 10 geben, auf jeden Fall. Ja, 8 von 10.
Ja, sorry, Adler. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh aufstehe. Schrotflinte, Leute. Kann ich nur empfehlen. Na, einfach so jetzt mal raus. Gehauen. Voll geil. Also Zone 1, Schrotflinte, viel geiler. Jetzt überleg mal, ihr nehmt die KV Broadside mit rein. Das Leben auf jeden Fall viel entspannter. Voll gut. Eigentlich könnte man die Pampe vielleicht mal so in eine... Ja, wobei, nee, das hat man nie gemacht. Das hat man bei Black Ops schon nicht gemacht. Lebende Feinde, die zielen können. Sagen die sogar noch extra. Söldnerabschuss. Ah, warte mal. Nee. Ich habe hier Probleme mit der Kalibrierung. Wir dürfen diese Daten nicht verlieren. Bitte beschützen Sie mein Baby. Ich meine, meine Ausrüstung. 2 Minuten muss ich warten. Oh, da kommen wieder welche angeflogen. Na super. Deswegen lasst die Zombies. Ich glaube, es macht Sinn, wirklich die Zombies am Leben zu lassen und nur die Soldaten zu töten. Ja. Achtung, Bewegung im Osten. Ich würde sagen, wir zocken jetzt alle selbst und Lung kann seinen Stream alleine machen. Ja, Schmidi, nee. Dann würde ich sagen, Schmidi, komm lieber in meine Lobby rein und dann zockst du mit. Feind kommt aus dem Norden. Norden? Ja. Ey, hier gehen die KIs. Stufe 2 ist ja... Kann man ja gar nicht vergleichen. Ey. Mit lauten Geräuschen lockt man übrigens Zombies auch an. Also sprich, wenn ihr die Zombies von euch weghaben möchtet und ihr habt ein Auto, sag ich mal, irgendwie daneben stehen, schießt einmal eben aufs Auto. So, ich habe die Waffe jetzt schon modifiziert. Krass. Aber eigentlich, ja, macht, glaube ich, mehr Sinn, eher die Waffe rauszunehmen. Ich weiß gar nicht, konnte man das jetzt mit rausnehmen? Ja, ist egal. Ich loot jetzt erstmal noch ein bisschen. Ja, hier ist natürlich schon gelootet, ne? Ja, klar, wenn hier andere Spieler sind. Volle Panzerung. Oh. Nachladen. Boah, auf jeden Fall mehr Geld. Das steht auch schon mal fest. Aber Geld droppen die nicht, ne? Ja, wisst ihr was? Wir machen das anders. Ich habe meine Leiche ist da hinten. Ich hole meine Sachen. Ich hole meine Sachen mal eben. Und dann gehe ich wieder zurück in die Stufe 1.
Let's go. Fahrbereitschaft an Einsatzteam. Nicht vergessen, fahren bedeutet Rücke große vor. Verantwortung. Und jetzt sorgt da draußen für maximales Verkehrschaos. Das ist ein LKW. Aber pass auf den Lack. Ich muss ja auch Zombies umfahren. Beziehungsweise, warte mal, ne, hier, nehmen wir das hier mal. Hallo, wer ist dazu gekommen? Ja, moin, moin, moin. Ah, ja, moin, moin, moin. Alter, kennst du das, wenn du so richtig hyped bist, weil du dir ein neues Spiel gekauft hast? Ja, sicher. Klar, bin ich doch gerade. Ja, ich kenn's. Ich bin richtig hyped. Also, ich bin auch sehr zufrieden bis jetzt. Ja, richtig Bock, ey. Gute Quali momentan, ne? Ja, also, ja, man kann endlich was Neues machen, so, ne? Ja, deswegen halt, ne? Also auf jeden Fall richtig Bock. Und hier wird halt dazu wirklich gezwungen, Missionen zu machen. Aber das finde ich gut. Die Missionen, ja, die sind auch ganz cool. Ja. Ne, macht Laune, macht Spaß. Geballert wird auch nicht wenig, ne? Ne, da wird ohne Ende geballert. Das ist ja das Geile, ne? Einfach nur ballern. Die ganze Zeit nur ballern, ballern, ballern. Namen Volker, ja, moin. Warte mal, jetzt muss ich die Zombies ja eh überfahren. Ich brauche ja 30 Zombies, die ich überfahren muss. Und dann muss ich da irgendwie runterkommen. Hast du schon alles installiert oder wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe gerade schon eine Proberunde gespielt. Mal. Oh. Und? Mega geil, ey. Macht schon Bock. Was macht dein Internet? Tipptopp bis jetzt. Keine Probleme. Ja, das hört sich gut an. Das hört sich gut an, also hat Vodafone doch was gemacht. Ey, die kommen hier hochgelaufen? Die Zombies? Laber doch nicht! Ey, du bist hier nirgendwo sicher. Scheißegal, wo ihr hingeht. Sobald ihr in irgendeiner blöden Sackgasse seid, ist einfach mal finito. Das ist finito. Ja, schau mal, was jetzt geht. Ich kann dir auch wieder beitreten jetzt. Ach du Scheiße. Nein! Leute! Nein! Ich habe aber ein Selfie. Ey, in einem Haus, ihr dürft gar nicht looten, ihr dürft gar nicht stehen bleiben. Ihr müsst die ganze Zeit on fire sein. Einfach nur rennen, rennen, rennen. Wie die Geisteskranken. Geht nicht anders. Es ist hier heftig. Die kommen überall hoch. Überall. Ja, ihr macht die Schrotflinte natürlich gar keinen Schaden mehr. Scheiße. Boah, habt ihr gesehen? Die kommen da hochgejumpt. Boah. Heftig. So, theoretisch müsste mein Loot da ja noch komplett liegen. Theoretisch. Aber wo? Hier unten? Ne, ist doch mein Loot, oder? Grabsteinlager. Rücke vor! Oben. Du Scheiße. Ja, wie komme ich denn hier hoch? Ah, hier. Okay, gut. Also, schade. Also das nächste Mal, das kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr so die Kandidaten auch seid, die gerne mal öfter sterben. Packt euch, lasst euch im Inventar vielleicht eine 3-Platten-Weste. Denn
alles, was jetzt im Grabstein war, was ich vorgefunden habe, das war alles vorher in meinem Inventar. Fahrzeug markiert. Fürs nächste Mal auf jeden Fall gut zu wissen. Moin Sven, grüß dich. Boah. So, ich kann jetzt auf jeden Fall. Ach, scheiße, Quatte im Arsch. Fahrzeug markiert. Gehen wir mal da oben hin. Boah, die sind geisteskrank, die Zombies. Na! Ja, moin. Ja, und wenn du es gerade dann nicht hochschaffst hier, dann ist sowieso. Boah. Zurück in die Stufe 1 Zone. Das ist ja heftig. Hat ja gar keinen Schaden gemacht, die Semtex bei dem Zombie. Hey. Unnormal, unnormal. Volle Kraft. Das ist ja nicht mehr feierlich. Für die Pistole, das ist diese, ja, wie nennt sich das? Energiemine. Feldupgrade ist das, ne? Also wir haben keine Munitionskisten und sowas hier, sondern Feldupgrades. Und ja, ich brauche eine Pack-a-Punch. Grabstein. Schwule. Mal ganz kurz. Da oben. Und hier. Muss ich auf jeden Fall hin. Ich habe mehr als genug. Ja, 12.780. Ja. Wie lange ich mache? Ja, ich mache ein bisschen. Weil nicht. Weil ich denke mal schon bis spät, also in den Abend rein. Aber wir können ja nachher nochmal kurz schnacken. Ja, also wer sagt, dass hier PvP fehlt? Ja, weiß ich nicht. Sorry. Übrigens, jetzt gerade ist mir aufgefallen, ich hatte ja gerade Ether-Werkzeug, glaube ich, gefunden vorhin, ne? Deswegen ist die Waffe jetzt episch. Und wenn man da zu einer Pack-a-Punch-Station geht, dann ist, meine ich, auch die Qualität, die Verbesserung viel, viel besser. Elektrobohrer. Ne, wir sehen also die Zombies jetzt. One-Hit. Weiter aufrüsten geht nicht, ne? Dafür muss ich in eine andere Zone rein. Und das mache ich gleich auch. Definitiv. 28 Minuten habe ich noch. Ich könnte vielleicht hier nochmal einen Auftrag annehmen. Waffenversteck. Ja, eine Stufe 2 vielleicht nicht. Ein Shop wäre eigentlich ganz gut so. Oder generell. Ich muss irgendwo looten. Ich fahr mal dahin. Eine feindliche Festung. Na stimmt, ich muss hier auch noch überfahren. Nee, also gegen echte Spieler, Leon, sag ich dir ganz ehrlich, so wie es ist, PvP könnte man reinbringen, klar, aber es wäre ultra, ultra unfair. Richtig unfair. Weil ja,
Jetzt stellt euch mal vor, da ist ein Solospieler wie ich jetzt gerade und der hat richtig schon zu kämpfen. Er ist ja ein leichtes Ziel. Okay, also mit modifizierter Waffe ist das total easy. Total easy. Weil die Zombies einfach One-Hit sind. Die sind einfach One-Hit. Kaboom! Und dann ist sowieso finito. Ah, muss noch hochgehen. Auf jeden Fall größer hier. Viel, viel größer. Legen Sie Schutzausrüstung an. Sonst müssen wir Sie im Leichensack heimbringen. Beseitigen Sie die verbleibenden Systeme. Vielleicht ist unter dem ekligen Zeug was wertvoll. Immer noch gesperrt. Jetzt muss ich natürlich mal genauer gucken. Sehr geil. Also oh, ohne Ende Loot hier. Guck mal, mittlerer Rucksack. Eine Striker, die nehme ich mal mit. Platten. Aktiviert eine Geschützfalle. Nehme ich mal so mit. Napalm. Warte mal. Erstmal ganz kurz. Das kann ich aktivieren. Das kann ich mitnehmen. Gewöhnlich, gewöhnlich. Ja, die gewöhnlichen, die nehme ich nicht mit. Das ist uninteressant, finde ich. Ja. Gab ja aber gut Loot. Mittlerer Rucksack. Okay. Ja. Ich habe jetzt noch 25 Minuten. 10.000 habe ich. Hier muss ja auch irgendwas sein. Ach nee, warte mal hier. Ah, Grabstein. Ah, ja, ja, genau, genau, genau. Das war das. Kaboom. Okay, dann rücke ich mal vor in die Zone Stufe 2. Ich muss ja noch ein paar Zombies überfahren. Darf ich nicht vergessen. Wäre natürlich schlecht, wenn ich so lange spiele. So. Ich weiß gar nicht, wie viel muss ich denn noch? 8 noch. Und was noch? Einen Reifen reparieren. Ja, moin. Also. Es ist auch geil, ne? Wenn man die Zombies überfährt, dann, ja gut, logisch. Macht Sinn, ne? Die Karre erhält Schaden. Wäre es nicht so, dann würde ja jeder nur mit einem Auto rumfahren und gar nicht mehr schießen, ne? Ja. Stimmt, stimmt. Okay, trotzdem brauche ich noch 5. So, ich guck mal jetzt mit der Waffe. Stufe 2, Zombies. Super easy. Guck mal, der Zombie gehört jetzt zu mir. Wie geil ist das denn? Geil. Läuft. Cool. Hier ist wieder so ein Gebäude. Ich habe aber keine... Ja, der Gasmaske ist zu schlecht einfach. Ja, also gut. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Vorbereitung ist alles. Sprich also, ihr müsst in der ersten Zone eure Waffe unbedingt modifizieren.
in der Pack-a-Punch-Station. Und dann könnt ihr in die zweite Zone rein. Wenn ihr im besten Fall schon eine 3-Plattenweste habt. 2 Plattenweste mindestens. Gehe ich mal zu der anderen Pack-a-Punch-Station. Was ich schade finde, ist, dass man keine Waffen ja, mit rausnehmen kann. Mit exfiltrieren kann. Ah, oh, da oben. Was? Ja. Gut, dann gehe ich erstmal hier hoch. Moin Männer, Duisburger Jungen. Tag. Moin Shadow Dobby. Wer hier im Zombie-Modus PvP will, merkt die Einschläge nicht mehr. Ja. Super easy jetzt. Ja, alles cool. Und rüber. Gucken wir uns mal das Gebäude von der anderen Seite an. Aber mit einer normalen Waffe, ja. Ist das cool? Kann ich Kran hochgehen? Jawohl, kann ich. Zipline, gib ihm. Ist cool. Moin Sven. Hallo Lupus. Wo ist Mr. Fister? Ja klar, schöne Grüße Mrs. Tyre und alles Gute zum Geburtstag, auf jeden Fall. So, wartet mal. Ich häng fest. Nein! Ich kann nichts mehr machen, Leute. Ich häng fest. Ich häng fest! Nein, Alter, was soll ich denn jetzt machen? Warum kann ich denn hier nicht durch? Was ist das denn für ein Abfuck? Moin, Kevin. Nee, ist vorbei. Ist vorbei. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch machen könnte. Ja, guck dir mal diese Krüppelbeine an. Kann mich ja noch niemals hinlegen. Hinhocken geht auch nicht. Ja, 110 Euro, Leute. 100 Euro. Ach. Ist auch logisch, dass man sich hier... Ich kann mich ja noch niemals hinlegen. Ich kann gar nichts machen. Ich kann mich nicht hinhocken, ich kann mich nicht hinlegen. Das ist das Problem. Und hier sind Glasscheiben. Weshalb das auch so buggt.
wäre hier keine Glasscheibe vor, beziehungsweise eine Glasscheibe, die man vielleicht auch kaputt machen könnte, käme ich ja durch. Ja, Justin, ich springe die ganze Zeit schon. Selfie habe ich nicht dabei. Ich kann mich noch nicht mal selber umbringen, weil ich gar keine Granaten mehr habe. Ich kann höchstens versuchen, hier irgendwie... Nee. Ach Mann. Was ist das? Also. Wenn ich Leertaste gedrückt halte, dann sieht das so aus. Dann sieht das so aus, als wenn ich hier schweben würde. Ich kann nur nach rechts und links. Ja, was soll man sagen? Die ersten Bugs in ME3 Zombies. Da bist du hier oben auf dem Kran. Und kannst nichts mehr machen. Du kannst dich nicht hinlegen, du kannst dich nicht hinhocken. Ist einfach vorbei. Zumal ich kann nur, hier kann ich zum Beispiel gar nicht mehr springen. Ne, ich kann nur da an der Seite. Hier kann ich, hier springen, ah, hier springt er jetzt auch nicht mehr. Macht er nicht. Wenn die Zombies hier nicht rüberkommen. Rücke vor. Es geht gar nichts mehr. Ah, warte mal. Einfach mal die Leertaste spam. Das bringt aber alles nichts. Fordere Luftunterstützung an. Vor allem diese Glasscheibe, diese... Die siehst du ja im ersten Moment gar nicht. Ja, und selber umbringen geht auch nicht. Dass du dich noch nicht mal hinhocken kannst. Ach, leck mich. Lex Game. Soko, bist du dabei jetzt? Jo. So, dann machen wir das so. Das ist jetzt leften, oder wie? Hä? Ja, das Game erstmal deinstalliert, Alter. Scheiß Game. Ja, moin. So ein Abfuck. Ich hab dich eingeladen. Guten Abend. Guten Abend. Jo, moin. Wart ab, das Ding hat noch viel mehr Bugs. Ja,
Will ich aber nicht erfahren. Scheiß Ding. Zu lustige Clips schon gemacht. Auch im Multiplayer, Spawn. So. Nee, Smog. Tower arbeiten. Ja, dann. Ready? Ja, mach mal. Ja, ich bin mal gespannt. Ey, ist das ein Abfuck? Ja, ich hab ja noch nix. Ja, du musst auf jeden Fall ein bisschen guiden, ne? Ein bisschen zeigen, was hier Phase ist, weil ich bin noch gar nicht drin. Du, ich auch gar nicht großartig, aber das kriegen wir hin. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, das Wichtigste ist, bevor du in die zweite Zone gehst, muss deine Waffe gepuncht werden. Und dann kannst du erst in die zweite Zone gehen. Und am besten erstmal noch ein bisschen Geld und sowas looten. Rucksäcke, Westen und sowas. Und dann kannst du rein. Ja, okay. Ja, André, ich hab's einfach sein gelassen. Ich glaube, mit Third-Person-Ansicht würde das nichts tun, weil ich konnte mich ja nicht hinlegen, ich konnte mich nicht hinhocken, ich konnte gar nichts mehr machen. Das ist das Problem gewesen. Ist aber nicht schlimm. Wird schon. Aber in die nächste Runde. Die Runde, die wird jetzt noch besser als die Runde jetzt vorher. Ja, und dass das Game noch mehr Bugs hat, das habe ich mir schon gedacht. Das ist aber ja, völlig normal. Aber ist schon scheiße. Weil, wie gesagt, oben im Kran, man sieht es gar nicht, dass da eine Scheibe vor ist. Ja, was willst du machen, ey? Und dann hängst du da. Das ist auch geil. Naja. Hast du schon versicherte Waffen? Gibt's das hier? Ja, gibt es. Aber da musst du die Mission halt machen. Akt 1, okay. Musst du also abschließen. Hast du nicht mal den ersten quasi? Doch, den ersten hast du. Den ersten hat man. Ah ja, okay, moin. Also die Dingens, die du auch dabei hast, diese Energiemine, die ist auch ganz wichtig. Wenn du die benutzt, dann ballert der halt da so ein Strudel dahin, sag ich mal, der Schaden macht. Ist ganz gut, wenn da so ganze Zombie-Horden kommen. Ist das das Blitzding da? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, erstmal reinfinden, ne? Neues Game immer. Ja. Ich finde halt geil, dass es schneller geht. Ja, das auf jeden Fall. Vorrücken und angreifen. Lupus, bis jetzt gefällt mir das Spiel. Ärgert mich jetzt halt, dass das jetzt gerade so am Backen war. Aber, ja, mein Gott. Wir machen es jetzt besser. Ich möchte auf jeden Fall in die Zone 3 mal kommen. Mit einer krassen, gepunchten Waffe. Und, ja, also ich finde es bis jetzt, das Game finde ich gut. Finde ich gut gemacht. Ja. Es ist halt schwierig. Also Solo ist es schwierig. Es ist schwerer zu spielen als DMZ Solo. Meiner Meinung nach. Und die Soldaten, die machen halt in der zweiten Zone ultra viel Schaden. Hier jetzt nicht so. Also hier ist okay. Ich hab was abgekriegt. Oh. Was? Schalte die Ether-Extraktoren aus. Okay. Kann man nur an einer bestimmten Stelle machen. Na los, übertrag den Selbstzerstörungscode und genießt das Feuerwerk. Okay, das Ding geht jetzt in die Luft. Guck mal, wir haben sogar eine Pack-up-Station hier direkt.
abgekriegt. Oh, die Waffe, die ist aber nicht so cool. Boah, Alter. Ey, die Soldaten muss auf. Ja. Ja, muss auf. Die Soldaten nehmen ultra viel Schaden. Wenn ich jetzt ganz tot bin, kannst du mich dann wiederholen? Ich ja, ja. Nicht. Das können die sogar andere Spieler auf der Map wiederholen. Easy peasy, okay. Unter direkt im Verschuss. Boah, Alter. Wechsel das Magazin. Ich wollte was sagen, da unten ist doch auch noch einer. Ah, was war das? Letztes Magazin! One-Shot! Ja, ja, das ist krass. Also die Soldaten, die sind stärker als die Zombies. Ja, also ich sag euch, so wie es ist, ich kaufe alle ME3 Teile. Das ist völlig wurscht, was es da gibt und was nicht. Ich gebe dem allen immer so eine Chance und ich muss es erstmal selber spielen. Also mir persönlich zum Beispiel bringt es nichts, Gameplay zu sehen und dann zu sagen, okay, ja, das Spiel spiele ich oder spiele ich nicht. Ich muss es immer selber spielen. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Klar, es kostet Geld, ja, ich weiß. Vielleicht fragt ihr irgendwie einen Kollegen oder was weiß ich was, Auftrag gescheitert. Hä? Warum? Hast das Ding nicht deaktiviert? Ja, doch, aber genau in dem Moment, wo es voll war, ist es weggeflogen. Keine Ahnung. Ja. Oh, okay. Ja, moin. 5000 bräuchte man. Ja, die Laserknarre, kennst du die noch? Ah, ja, auf die habe ich Bock. Ja. Wo sind hier diese Zysten-Dinger? Das Magazin. Gute Arbeit. Vergessen Sie nicht, später zu duschen. Hier ist noch Explosionsmuni drin, oder? Maximale Munition. Ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt aufgehoben habe. Was ist das? Ah. Ah, okay, die werden angezogen. Das hab ich in mein Auge gesehen. Ja, ja, die werden angezogen. Okay. Gravi. Nice to know. Das ist bei Horden auch OP, ne? Würde ich ja, sagen. Bei Horden ist es auch OP. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen looten. Was ist das hier für ein blauer Strudel? Sehe eine feindliche Festung. Da ist hier die Mystery Box. Ist das? Ah, ja, ja, ja. Okay, okay. Ja, wir brauchen eine Gasmaske, ey. Ich habe eine. Kann dir meine geben, ja? Ah, ne, geht das überhaupt noch? Ja, das geht noch hier. Guck mal. Das geht, ja, warte mal. Ja, okay. Warte mal, da gehe ich mal schnell durch hier. Ja, ich halt mal kurz hier die Stellung. Schnell kaputt hier. Ich hoffe, ich krieg das hin in der Zeit. Oh, Junge. Nein! Was war das denn? Boah, das ist ein Höllenhund, das geht ab. Ich häng fest, Alter. Ja. Ich häng fest. Nee, das gibt's nicht. Jetzt? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Warte, ich komm rausgekrochen. Auf der anderen Seite. Kevin, wie kann man mit dir zocken long? Tatsächlich nur mit, also solche Streams mit Elite-Mitgliedschaft tatsächlich nur. Außer es sind halt Community-Plays oder sowas.
Mal, habe ich noch ein bisschen was von der Maske? Nee, Maske nicht, aber geht trotzdem noch mal rein. Wo haben wir denn hier noch so Scheißdinger? Alter, bist du nur am Rudern hier? Ja. Wechsel das Magazin. Ja, das war's immer noch nicht. Ach, guck mal, warte mal, hier kann ich eine Holger holen. Die kommen noch mal so 10 hinterher. Ja. Ich hol mir mal eine Holger. Ja, Holger ist geil. Ja. Ja. Jawohl. Irgendwo habe ich irgendwas übersehen. Noch gesperrt. Lade nach. Ja, kannst du mal kurz reinkommen, ob du hier irgendwo noch ein gelbes Dingen siehst, was man zerstören muss? Ja, ich bin gerade schon am gucken, ja. Ich sehe da nämlich nichts. Ah, hier. Ja, moin. Ja, moin. Aber immer noch, da fehlt noch was. Gibt's doch gar nicht. Ja, da muss aber auch Augen haben das wieder hier. Ja, das könnte man noch ein bisschen leuchtender machen. Da. Warte mal, hier ist noch eine Tür. Ah. Jetzt. Passt da, ja. Passt. Jo. Delphi. Oh, RGL, Alter. Say what? Pass doch auf! Oh, kann man die wohl in eine Pack-a-Punch tunen? Safe. Hier ist noch ein Selfie. Markiere selbst Wiederbelebung. Oh, perfekt. Mein erstes. Zeug, woran ich seit meiner Kindheit nicht mehr geglaubt hatte. Waren hier noch mehr Kisten? Ist das grüne Ätherwerkzeug, kann ich einfach verwenden, oder wie? Ja, da, die Waffen sind ja schon grün, die du hast wahrscheinlich, ne? Deswegen. Ich glaube die Pumpe nicht, deswegen. Ja, die Pumpe kannst jetzt, du dann. Ja, dann kannst du es. Genau. Ja. Gasmaske. Merci. Ja, dann. Ja. Haben wir's, ne? Boah, nee. Eine blaue Pistole. Da habe ich auch Bock drauf. Nimm mit. Alles mitnehmen. Gib ich mir, danke. Ja, Rucksack. Wo gattert man sowas? Moin, Justin. Moin Marc. Ja, das musst du looten halt auch, ne? Ja, moin. Also, weiß ich nicht. Also gerade hier in der Zone ist es irgendwie. Warte mal, wir kommen mal zu dem Söldnerlager. Ja, warte, ich komme sofort. Nimm doch die Holger mit. Wäre schon ganz gut. Ihr hört, dieses Lager ist gut bewacht. Räuchern Sie dieses Hornissennest aus. Die haben Scharfschützen postiert. Seid doch so nett und schickt sie ins Jenseits. Ach nee, ja, das war vorhin ja auch, ne? Da habe ich eine gefangen. Hier mit dem Lager meinst du? Sniper. Ja, vom Sniper. Ja. Lade nach. Hat was abgekriegt. Aber ich finde, der Loot hier ist jetzt auch nicht so. Wir haben unsere Nachricht erhalten. Hm. Hier ist eine Gasmaske. Ich habe hier geschützter Schaltkreis-Objekt. Okay. Ja, nimm einfach alles mit. Ich habe auch Deadbolt geschützt mit Napalm-Salve. Ich habe generell ein Geschütz, habe ich. Hier ist noch eine RGL drin. Boah. Okay, ja, moin. Hier geht's ja noch. Tempo. Nee. Also, alles in einer Runde zu machen, ist, glaube ich, schwierig, sag ich mal, so. Pack-a-Punch, da muss ich ja schon Glück haben. Also, gerade dann, wenn dir noch alles fehlt. Markiere hier die ganzen Auftrag. Rucksäcke, Westen und sowas. Oh
Und tschüss. Ich lade nach. Was das für eine Mission ist? Ich gucke mal Fernseher auf YouTube und auf Handy Twitch. Sauber, Justin. Danke für deinen Support. Einsatzteam. Auf zu seiner letzten bekannten Position. Erstmal Munition wieder stacken. So, Munition erstmal gesteckt. Wechsel das Magazin. Volle Panzerung. Ist hier gelbe Zone, ist Zone 2, oder wie? Ja, genau. Okay. Aber da wollen wir ohne gepanschte Waffe gar nicht reingehen. Das dauert zu lange, ey. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht irgendwo... Achso, wir haben ja eine Mission angenommen. Ja, moin. Stimmt. Ey, hast du einen Killstreak? Ja, ich hab Geschütz. Ah, Geschütz, okay. Okay. Ja, sauber, Dangerous. Namens Herbie. Lakika, moin, grüß dich. Sauber. Die Dimensionsfluktuationen sind wohl Teil eines größeren Lebenszyklus. Also hier... musst du die Dinger rausnehmen, dort platzieren und dann kannst du, Krieg ich mal kurz. Ich sagte keine Fachsprache, Barreda. Mit dem Gerät kann man Sporen in der Nähe vernichten. Ganz einfach. Hast du das Gerät? Ja, ja. Sie müssen schneller sein als Sie. Nicht drauf schießen, das macht Aua. Ich lade nach! Sie hämen ja, als wäre es ein Klacks. Spore tot. Ach, mit der Rucksack. Ach, guck mal, die, Die Schränke, die werden nicht mehr so wie bei DMZ so leuchtend angezeigt. Ich dachte die ganze Zeit, das sind normale Schränke, die ja man nicht looten kann, aber die kann man looten. Ja, moin, echt. Ja. Ziele überprüfen. Das Magazin. Ich Talent. Fazit zu MW3. Geil. Macht Spaß. Sowohl Multiplayer. Also, ich habe in MW2 habe ich nicht gerne Multiplayer gezockt. Also weiß ich nicht, das wird irgendwann kacke. Aber jetzt in MW3 spiele ich Multiplayer sehr, sehr gerne. Und Zombies macht mir gerade auch richtig Laune. Vor allem auch Solo ist eine super Herausforderung. Macht Spaß, ey. Voll gut. Moin Chris, grüß dich. Da ist was drin. Hier, schnell Wiederbelebung. Ja, hast du einen Rucksack genommen? Rucksack habe ich ja, weil du hattest ja schon einen, oder? Ja, ich hatte auch einen, ja, genau. Okay, sehr gut. Brauchst du die Dose oder hast du auch eine oder wie ist das? Warte mal, was ist denn das? Das ist ja hier nur... So, was ist denn das? Schnelle Wiederbelebungsdose. Ich habe jetzt eine andere Dose genommen. Ah, okay. Um Vorräte und sowas zu erkennen. Aber kannst du ausrüsten schon? Ja, ich hab die, glaub, grad genommen, ja, moin. Ja, ja, dann kannst du schneller wiederbeleben. Und ich habe jetzt so eine Dose genommen, wo... Oh, zwei Plattenwässer endlich. Wo man die Vorräte schneller sieht oder besser sieht.
Ja, und die Munitionsarten, hier Splittermunition und wie der Kacke heißt, das bleibt permanent auf der Waffe. Diese, die du nehmen kannst. Ich glaube ja, nur in der Runde tatsächlich, ne? Ja, aber bleiben jetzt die ganze Runde, das ist ja krass. Mhm. Ich habe das vorhin gar nicht ausgerüstet. Jetzt habe ich die draufgeknallt. Aber wir können jetzt so eine Pack-a-Punch-Station. Die fehlt auch noch. Weißt du, was OP ist? Was denn? Hier, Wurfmesser habe ich jetzt die ganze Zeit benutzt, also zum Stechen, ne? Das ist krass. So, du brauchst noch 1100. Lade nach. Ja, 1000 brauchst du noch und dann. Du hast auch die Holger, ne? Ja. Dann können wir beide die Holger modifizieren. Ja. Ja, ich habe ja die eine blaue Waffe hier, die Sigma. Werf eine Granate! Oh, das sind zwei jetzt. Okay, ja, moin. Ja, und dann machst du mit der Holger, also machst du fast ganze Knicken, ey. Machst fast gar keinen Schaden so. Alter, was geht ab? Lade nach! Achtung! Wechsel das Magazin! Ich such das Ganze, ja, Luckiger, Flo, ich auch. Definitiv. Ich bin schon mal weitergelaufen. Ja, ich komme hinterher. Also je mehr Zombies du killst, desto mehr Dingens bekommst du. Wie nennt sich das? Essenz. Aha. Am Ende der Runde dann quasi, oder? Ja, nee, währenddessen bekommst du das immer wieder. Achso, okay. Essenz brauchst du halt, das ist hier dieses Sparmittel, so gesehen. Mhm. Damit du die Waffe punchen kannst. Kostet nämlich 5000. Willst du die Holger punchen, oder? Ja, ich punche, denke ich mal, die Holger, ja. Okay, dann punch ich. Wobei, das eigentlich niemals. eigentlich müsste man nach anderen Ether-Werkzeugen schauen, die seltener sind, weil desto krasser wird die gepuncht, weißt du? Ah ja, okay. Ja, ich habe ja aber eine blaue Waffe zum Beispiel, ja. Ich habe nur eine grüne. Ja, klar. Oder? Ja. Okay. Also 5000 weiß ich nicht, aber ich glaube. Okay. Jetzt wollen wir mal schauen, ne? Ich hab gleich keine Muni mehr. Was brauchst du denn? Ich benutze die Holger fast. Deswegen benutze ich halt nur Pistol meistens, ne? Ja. Weil das ist immer. Warte mal, das ist eine Festung. Rechnen Sie mit Verstärkung, wenn Sie ist eine Festung. Wollen. Ich hab keine Festungskarte. Hab ich nicht mehr. Moin. Ich will da rein. Ja, ich auch. Oh. Ja, moin. Okay. Prezi. Echt? Gib mir mal den Prezi, bitte. Ja. Aha. Ja. Ah, stimmt. Keine Mini. Ah, kannst du mir mal... Wo bist du? Ah, du bist drin. Oder? Nee, ich bin hier. Ja, lass mich... Stell mich mal weg. Gib mir mal kurz Deckung. Ja, was hast du in der Hand? Das war RGL jetzt gerade. Aber das Gute ist, ja, ich vergesse die ganze Zeit, dass die Zombies natürlich auch droppen. Hier, willst du geschützen? Abschussserie markiert. Okay. So. Ich glaube, bin er. Und tschüss. Ich lade nach.
Pass doch auf! Oh, ein Selfie. Ah, okay, du hast ein Selfie. Jo. Ein Geschütz. Muss man mitnehmen. Moin, Remrich! Mittlerer Rucksack. Highmaker. Ja, scheiß mal auf die RGL. Ich lade nach! Pumpe. Ich glaube, Max-Level ist wieder 55 hier, ne? Ziele überprüfen! Maximale Munition! So, bist du da? Nach. Junge. So, Muni. Full. Sehr schön. Warte mal, da unten ist auch eine Truhe. Wie kommen wir denn da runter? Ah, hier. Platten. Ich lade nach! Hey. Ithnakel ist hier. Aber brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja. Instakill. Ja, komm, dann gehen wir mal zu der Packe Punch. Und hast du das dann auch? Nee, oder? Was denn? Wenn ich ins Zirkel nehme, haben wir alle. Ah, haben ja, wir alle. Moin, moin, geil. Wechsel das Magazin. Oh, Höllenhund. Oh mein. Mhm. Ah, alle, der erschreckt mich immer so. Aber der hey, hatte ich anfangs aber auch so. Der ist auf einmal ja, hinter einem so. Ja. Hey, Hellboy, was geht? Versteckt. Moin. Ja, ist so. Jo, bei mir ist alles fit. Und bei dir? Na, vielleicht findet man hier noch irgendwie was. Irgendwas, was. Werkzeug oder sowas, keine Ahnung, ey. Sie Waffe vielleicht einen Ticken. Hier ist noch eine 2-Plattenweste. Nimm ich die mal mit. Jo. Ich komm. Ja, komm, dann. Okay. Wechsel das Magazin. Ja, es sind ja halt One-Hit, ne? Ja. Hier ist die Pack-a-Punch. Kannst du die Holger auch reinhauen? Hast du gemacht? Ja, sehr schön. Ja, okay. Ah, weil die immer noch grün war, deswegen. Grad gedacht. Wo sind die Zweierweste, Long? Ja, hier, warte. Ja. Hier ist dein Panzerungsbot. Ah, okay, dankeschön. Ich lade ja, nach. Dann lass uns mal in die zweite Zone mal rein. Ja, können wir mal antesten. Guck mal, hier sind andere Spieler links neben uns. Jo. Ja. Hast du schon mal welche gesehen? Ja, ja, klar. Reicht dich noch gar nicht. So, let's go. Wir müssen auf jeden Fall den Ether-Wurm machen. Ist die Frage, ey. Wenn man das Solo machen soll, dann müsste man das ja Duo auch hinbekommen.
Hier ist auf jeden Fall viel mehr Loot. Ja, okay. Was ist denn LT53 Kasimir? Boah, ja, moin. Wechsel das Magazin! Okay, okay, okay. Warte mal, hab ich einen Raum übersprungen? Ich hab, Digga, ich hab irgendwas Krankes, irgendeine komische Granate oder so ein Kack. Wie, inwiefern, was meinst du? Ja, schau halt mal an, ich weiß nicht, was das ist. Gibt's da keine Beschreibung? Nee, warte. Was denn? Was da? Ja, das ist das, was ich vorhin geworfen habe, dieses pinke Dinge, was die Zombies anzieht. Ach ja, moin, okay, krass. Achso, ja genau, lass mal kurz in eine Karre reinsetzen, ich muss ja noch Zombies überfahren. Und einen Reifen reparieren. Es fühlt sich an wie so ein Kampagnenspiel, ne? Ja, irgendwie, ja. Als Chefmechaniker sorge ich dafür, dass unser Fuhrpark in einem Zustand ist. Auch wenn ständig Untote vor die Motorhaube, das stört mich nicht weiter. Überfahren Sie. Pass nur auf die Reifen auf, ja? Ach Junge. Ach Junge. Ah, doch, okay. Steig ein, steig einfach ein. Gut gemacht. Jo, erledigt. Was musst du überhaupt machen? Um in Romford Taxi zu fahren. Keine Ahnung. Was brauche ich hier? Wann ich einen Auftrag, aber da gibt's keine Aufträge. Ach doch, jetzt gibt's Aufträge. In der letzten Runde gab's keine Aufträge. Ja, ja moin. Kommen die denn? Ah, oh, oh, Junge. Ah, Junge. Ah, Junge. Ah, Junge. Werf eine Granate. Warum geht das nicht? Ah, jetzt. Okay. Kannst du mir helfen? ja. Hier ist so ein Riesen. Aber wobei es geht. Ja, schon erledigt. Oh. Einmal Wandkauf. Kaufe eine Wandkaufwaffe und 50 Zombies mit einer Wandkaufwaffe. Also die Waffe kann die Müll schneiden. Die Pistol, Alter, die killt gar nichts mehr. Moin, Smokey, grüß dich. Warte mal, hier ist noch eine Waffe, die man kaufen kann. Striker? Ja, Mann. Eine Pistol? Nee, die Striker. Oh ja, okay. Sturmgewehr hier. Weißt du was, die gehe ich auch direkt mal punchen. Ich geh mal kurz zurück. Ah, du Alter, hast du 5k schon wieder, ja moin. Jetzt. Ja, wenn du richtig viele Zombies immer tötest, dann geht's relativ easy. Ja, dem müsste gepuncht ganz gut sein, ey. Ja, ich probier's mal aus, weil ich muss damit ja noch andere. Ja, Zombies killen muss ich noch. Die fahren mit dem JLTV hier rum. Moin, Sir Tom. Hab ich auch einen von, nimmt mit. Hey, moin, grüße euch. Was? Grüß dich, habe ich gesagt. Moin. Was? Also die zweite Waffe ist jetzt stärker wie die gepunchte Holger. Das kann ich dir schon mal sagen. Ach was, echt? Doch, ehrlich, ich habe es gerade echt in der Horde getestet. Ja, gepuncht muss sie ja OP sein. Bin ich mal gespannt. Ja, müsste jetzt echt richtig krass sein. Also in der Zone 1 sowieso One-Shot. Mal gucken, wie das jetzt ist in der Zone 2. Auch so in die Richtung. Die Holger ist ja nicht mal auf Headshot. Ja, ganz gut. MW3 ist draußen, jawohl, Hellboy. Erstmal zocken, ne? Also, das finde ich auch cool, dass die Aufträge automatisch fortgesetzt werden, sobald man das abgeschlossen hat. Wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist cool. Den auf dem LTV. Bei denen, oder was? Ja, ja. Ja, ich komme zurück.
das so easy apokalypsenmäßig, weißt du? Jetzt muss ich mal, warte mal, wo ist hier eine Pack-a-Punch-Station? Hier. Lass uns da mal treffen. Oder was machen? Da hinten, ja, okay. Ja, oben auf dem Hochhaus ist das. Aber warte mal, ich laufe da auch hin. Ich hab gehört, da muss man auf den Kran springen oder so. Ja, damit du festbackst, ja. Aber Profis verbieten diesen Trick. Ja. Würde mich mal interessieren, was das da so kostet, wenn du... Das Geile ist, ich sehe die Zombies auch, wenn die hochlaufen. Das ist ganz cool. So, ich gehe noch mal hoch auf den Kran. Mal schauen. Ja. Ich loot mal ein bisschen weiter, damit ich ein bisschen Kohle zusammenkrieg. Jo. Drei Plattenweste würde noch fehlen und ein großer Rucksack. Dann haben wir eigentlich alles. Jo. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich back da wieder fest, ne? Dann hole ich mich selber mit dem Prezi da runter. Soundbug auf jeden Fall hier. So. Mal hier. Ich glaube, die Holger, die ist. Macht vielleicht weniger Schaden, aber ist präziser. Ist effektiver, ja. Die Jungs melden seltsame Vorfälle in der Garage. Scheint, als wären die Fahrzeuge. Boah. Angegangen. Von allein. Alle. Das gefällt mir gar nicht, Doc. Ich brauche Bestätigung, dass sich ein Äthersturm bildet. 10.000. Aber mir geht's hier oben richtig ab. Was machst du? Ich bin da in so einer Festung. Ja, ich bin bei der Pack-a-Punch-Station. Ich bin runtergefallen. Scheiße. Ich komme mal zu dir. Woher 10.000 erst? Boah. Ja, ich sehe schon. oh, ja, moin. Denk an deine Feldausrüstung. Hä? Guck mal, die backen einmal kurz in den Bogen rein. Ja. Wechsel das Magazin. Ja, komm, ich geh da rein. Ich hab ne langlebige. Ah, hast du hier schon angefangen oder was? Ja, ich bin halt von oben drauf. Ich hab nur die zwei Viecher gesehen. Da hab ich gedacht, da geh ich mal hin, ne? Geil. Also mit dem Trank siehst du auch diese Neste. Wie nennt sich das? Nest? Mehrzahl von Nest? Nester? Nester, ja. SEK, Kassenstall! Ja. Da wird es aber viel zu looten geben. Danach. Oh, einen habe ich hier übersehen. Meine Maske ist kaputt. Ja. Da oben noch. Da oben. Boah. Jetzt wird's eklig langsam. Das ist aber einiges hier. Ja. Da, also eine Maske reicht doch nicht aus. Long, jetzt wird's langsam eng hier. Ja, bei mir wird's auch gerade eng hier.
Ja, es wird der Tür, Alter, da laufen wir. Ja, du, Weiß. Danke für deinen Follow. Was, Zufallsextra? Wo kommt das her? Ja, von mir. Ja. Alles gut. Ich mich selber. Da oben ist sowas wie ein Juggernaut. Ja. Pass auf, nicht, dass du auch stirbst, Alter. Da kommen richtig viele. Ja, moin, Alter, bei dir sind genauso viele. Boah, nee. Ja, moin. Selfie hast du, ne? Ja, hab ich. Das ist nur mal eine bessere Lage hier. Ich lade nach! Boah, ich bin eben rausgegangen. Ja, deswegen, wir müssen raus und erstmal wieder säubern. Ja, meine Maske, ey. Der ist runtergejumpt, dieser Juggernaut. Oh. Schon das Licht gesehen. Oh, nee. Ey, Selfies werden automatisch ausgerüstet. Das finde ich cool. Das hat mir in ME2 die ganze Zeit gefehlt, ey. Genau dein Ding, ne? Ja, genau mein Ding. Das ist was für mich. Alter, Pickel sind das. Bist du drin oder draußen? Stimmt, ich hab noch ein Geschütz. Ja, Leute. Was los, ey? Ich hab die Bombe mal geworfen hier. Die Saugbombe. Geschütz eingesetzt. Die werden alle angesaugt, jetzt. Sehr gut. Ey, die sterben alle in der Bombe. Ja. Der Juggernaut ist auch tot. Doppelte Punkte. Ey, kurz mal verdoppelt. Ja, Mann. Ey, ich hab den Affen. Kennst du den noch? Ja, sicher kenne ich ihn noch. Alter. Geil. Jetzt muss ich erstmal. Da kommen Erinnerungen hoch, ne? Da kommen Erinnerungen hoch, ja, ist so. Aber. Mir fehlt immer noch. Jawohl! Komm rein! Bei dieser Festung war ich nervöser als eine langschwänzige Katze in einem Raum voller Schaukelstühle. Drei Plattenweste. Ja, guck, davon spreche ich doch. Jawohl. Verbrauche meine Waffe auf Seltenheit zu verbessern. Ja. Pass auf, dann mache ich das mit der Holger. Bumm. Da ist nochmal. Falls du brauchst, kannst du nochmal die Waffe verbessern. Ja, Mann. Auf Blau. Auf Blau. Hä? Aber Blau haben wir doch schon, oder? Ich hatte keine Blau. Nee, die Holger ist ja nicht Blau. Stimmt, hast recht. Jawohl, Dankeschön. Ja, guck, ey. Brauchst du auch noch eine 3-Platten-Weste? Warte mal, haben wir hier oben noch irgendwas? Ne, alles gelootet. Das ist kacke, wenn du so viele Symbole siehst, wo du was looten kannst. Verliert man den Überblick so. Ist Spitzhacke gut? Kann ich keine da wieder one-shotten? Ich muss das mal testen. Musst du testen, ja. Okay. Warte mal, was haben wir denn hier für eine Waffe, die wir kaufen können an der Wand? Verbessere eine Waffe mit Pack-a-Punch auf Stufe, was? Auf Stufe 1. Ja, gut. Theoretisch können wir auf Stufe 3 mal anfangen. Ist halt wieder Two-Shot. Passt. Ich lade nach. Ach, ich nehme die mal mit. Scheiß drauf. Was ein bisschen Geld. Schönes? Ey, warte mal, kannst du mir 1300 geben? Ich möchte mal gucken, wie die Holger auf Stufe 3 ist. Ja. Ah, okay, habe ich jetzt aufgehoben, ja. Ja, komm, dann gehe ich mal da hoch nochmal. Gehen wir zur Punchy. Komm. Ja, genau. Mit meinem Pickel. Und dann bin ich mal gespannt, wenn die Zone kommt. Ach, Zone kommt ja auch, ja, moin. Ja, aber dieser Ätherwurm, der muss ja auch irgendwo erscheinen. Mich würde es interessieren, wo der erscheint. Weil den müssen wir auch machen, dann kriegst du halt eine Visitenkarte, eine geile. Und die muss man so solo auch noch machen. Für so eine seltene Visitenkarte. Aha. Ja, ich würde behaupten, dass wir die Runde sterben. Na, würde ich nicht sagen. Nicht? Ja, ich hoffe es nicht. Weil meine Waffe, die ist jetzt gleich... Alter, wie hast du es gemacht? Ja, okay. Jetzt. So. Oh ja, sieht doch schon mal besser aus, die Waffe. Ah, ich bin schon wieder runtergefallen. Bist vorbei, oder? Ja. Nee, hab ich schon. Ja, ich hab schon modifiziert.
Ach so, okay, ja, geil. Ja. Ich lande mal hier auf der Autobahn. Ja. Kein Stress. Und jetzt können wir eigentlich in die dritte Zone mal rübergehen. Sollen wir mal machen. Aber warte mal, jetzt würde mich mal interessieren, Exfil, da ist die radioaktive Zone, von da aus wird es ja losgehen. Dann haben wir da einen Exfil-Punkt, dann haben wir da einen Exfil-Punkt, der aber grau hinterlegt ist, warum auch immer. Siehst du, so sieht die Waffe jetzt aus. Ja, moin, geil. Ja, wir müssen halt aufpassen, weil ich bin noch ein bisschen... Oh Junge, ist das easy, ist das easy. Wechsel das Magazin. Sehr geil. Haben wir hier irgendwo ein Auto? Ja. Hier hinten. Fahrzeug markiert. Mal kurz mit dem Auto mal eben in die dritte Zone rein. Mal gucken, was da so abgeht. Ist auf jeden Fall geisteskrank. Ich war einmal kurz alleine solo drin. Also mit einer normalen Waffe brauchst du sowieso schon mit nicht reingehen. Also die Waffen, die müssen schon gepuncht sein. Machst du gar keinen Schaden mehr, hä? Ne, gar nicht. Ja, wie fühlt sich die jetzt an? Denkst du, hast du bessere Chancen? Ja. Hier, probier aus. Ich lade nach. Ah ja, easy. Ne? Ja. Achso, hast du den Finger? Ja, ich hab deine. Ja, ich hab deine mitgenommen, klar. Meine gute Waffe. Deine gute Waffe. Geht auf jeden Fall, ja. Ja, ist auf jeden Fall ganz spannend. Wie es aussieht, wie da hinten eine Karre sitzt. Ich weiß nicht, welche Visier ich mir holen soll. Die für 110 oder die für 80? Achso, Version. Ja, das, also ich habe mir die große, die Volt Edition geholt, ne? Muss aber nicht sein, finde ich. Muss nicht sein. Das ist ein kleines Extra halt, ne? Ja, ne, ein paar Skins, etc. pp. Battle Pass Sprünge und. Ich habe das eigentlich auch nur wegen den Battle Pass Sprüngen geholt. So, jetzt gucken wir mal die Zone. Was passiert jetzt? Oder sterben wir jetzt einfach? Ja, das wär's halt. Hör mal auf. Ich hab die gesehen, bevor die Hangartore runterging. Hä? Da würde ich nicht hineingeraten wollen. Jetzt ist überall Gas. Guck mal! Gib ihm! Feier, Meute, auf, Alter. Ja, ich mach auch kein Damage. Ich mach nur Damage. Alter. Alter. Ist das hart. Ah, Junge! Der Damage! Oh, ja, Alter, guck mal. Was ist das? Alter! Hast du das gesehen? Der macht ja. So, komm mal hier auf. Hinten hin. Ja, ich muss. Okay. Es kommt. Ah ja, es kommt. Ach du Scheiße. Alter, warum kriegt man so langsam hier? Oh nein. Oh nein. Hast du kein Selfie? Nee, nee. Scheiße, warte. Ich bin direkt bei dem Vieh, aber das Vieh hat voll Bock auf deinen Arsch. Ja, moin. Nein! 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 Es ist vorbei. Boah. Ja, das ist krass. Ja, wenigstens war es witzig. Das stimmt. Das war ja, Alter, das hat krass. Mich abgeschossen, da war es rum, ne? Das war heftig. Ja, das Ding muss man, glaube ich, also... moin. Das hätte ich auch moin, mit der Dreierplatte nicht überlebt. Das musst du zu sechst machen. Oder das, so. das musst du, also, ja, definitiv. Und du brauchst, glaube ich, irgendwie Highground oder sowas. Muss ich irgendwo oben hinstellen. Anders geht es nicht. Ja, moin, ey. Ja, passt. Ich muss sowieso wieder eine normale Waffe mitnehmen, weil die soll ich punchen. Passt alles. Ja. Nee, cool, lustig. Auf jeden Fall geil. Ach, guck mal, ich habe hier, Belohnungen, Juggernaut, Effekt nach Trinken erhöht die maximale Gesundheit, das nehme ich mit, definitiv, und ein Bauplan, siehst du, extra Colas, Munitionsmod, tote Leitung. Welche der neuen Waffen ist denn geil, welche gefällt dir jetzt gerade persönlich? Jetzt gerade spiele ich zum Beispiel die SVA 545, die finde ich ganz gut. Okay. Justin, musst du wissen, also
Vault Edition, wie gesagt, hast du halt die Battle Pass Sprünge drin, ne? Plus CP, plus Skins und sowas. Also ich habe mir deswegen das gegönnt. Musst du selber wissen, ne? Also wenn du sagst, dir ist das egal halt mit Battle Pass Stufen und Skins und sowas, dann gönnst du dir das für 80 Euro. Ansonsten das für 110. Ne? Moin, Sir Mike. Grüß dich. Guck mal. Ja, dann bist du startklar oder wolltest du mal gucken? Warte kurz, ich tu die modifizieren gerade. Aber guck mal, die haben die Operator aus... Nee, doch, hier sind sie doch. Das war ja gerade die Frage, ne? Operator aus MW2. Welcher war denn hier? Der war zum Beispiel mit Drohne und sowas. Aber ohne... Warte mal, welcher hat er denn eine 2 Platten? Nur noch ich. Ich bin bereit. Gibt's nicht. Keine Sorge, ich bin da. Rache ist schön. Makarov. Ein Soldat deines Kalibers ist selten. Geh ich mal mit Makarov rein. Achso, warte mal. Hier habe ich doch auch Stufe 19, Stufe 50, okay. Ja, also man muss hier leveln, ey. Dann, let's go. Nein, ich habe keine Waffe. Ich war doch gerade beim Modifizieren. Ach so, weil du hast so gesagt, deswegen, dass es sich so angehört. Ach, guck mal hier, Doppel-EP und sowas. Baller ich jetzt gleich erstmal rein, wenn wir drinne sind. Eine Stunde auf jeden Fall. Also ich bin so gepackt vom Spiel, dass ich gar nicht dazu komme zu essen. Und das ist schon ungewöhnlich. Moin Zocker-Jogi, grüß dich. Wofür sind diese grünen Schraubenschlüssel? Ja, also, die sind dafür da, dass du deine Waffe verbessern kannst. Dadurch macht deine Waffe einfach mehr Schaden. Ne? Und dann gibt es grün, es gibt, ne, dann, also grün ist normal, dann gibt es legendär und ich weiß jetzt gerade, legendär, episch, oder nee, selten und legendär. Ne? Und je besser, desto mehr Schaden macht die Waffe. Und ja, genau. Und wenn du die dann puncht, dann ist nochmal noch besser. Okay. Okay, ich habe jetzt Doppel-EP reingehauen. Bam. Achso, ich muss mal exfiltrieren, sonst kriege ich die andere Mission nicht, ne? Stimmt. Ja. Ja, dann machen wir nächste Runde. Ja, gut, das war jetzt gerade nur so ein Test. Ja. Alter, da ist Godzilla auf uns zugekommen, ja. Mhm. Ja, da hat nur noch Kong gefehlt. Ja. Ja, wer weiß, ne? Du bist aber immer noch Stufe 1? Ne, 5. Ach so, bei mir wird 1 angezeigt. Jo, Alter, SV, ja, finde ich auch mega gut. Ich habe die auch im Multiplayer gerne gespielt. Spaß. Mal guten Schaden. Präzise. Ich überlege mir gerade so stark wie der war, ist das nicht sogar vielleicht ein Boss, den du mit einer anderen Gruppe oder mit anderen Gruppen zusammen machen solltest, ne? Ja, wahrscheinlich. Und genau dann, sein, ne? Ja, und dann muss die Waffe wahrscheinlich auch Stufe 3 gepuncht sein. Ja, weil kommt da auch kratzen einige ab, ne? One-Hit ist das quasi gewesen jetzt. Ja, das war heftig. Ich habe das nicht erwartet, ne? Der steht vor mir, Mund auf, Strahl ins Gesicht, das war's. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Oh, suche nach 2 weiteren Spielern.
So, mal schauen, wie die Runde werden wird, ey. Muss auf jeden Fall irgendwie schneller gehen. Weil man investiert wirklich viel Zeit, um zu looten. Also man muss relativ schnell in die Zone 2 kommen, damit man ja an gutes Equipment drankommt. Ich finde dieses Intro so geil. Macht euch an die Arbeit, Einsatzteam. Die Uhr tickt. Ach, hier. Übrigens, da ist ein Grabstein, den wir hinterlassen haben. Und da sind ja auch noch Sachen drin, die wir holen können. Echt jetzt? Ja, die können wir zurückholen. Wenn du vorher dieses Dingens getrunken hast, ja. Ja, moin. Ja. Ach, da unten. Ach, nee, warte mal, das ist vom letzten Game noch. Ja, schon gut. Das bleibt dann dauerhaft. Krass. Heftig. Ja, dann. Let's go. Let's fetz. Ich geb dir Deckung. Vom Vorgehen wieder gleichermaßen halt die letzte Runde, ne? Ja. Ich muss sagen, ich, also ein bisschen, also PvP fehlt mir doch schon so, weiß nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich das, also, ne, das passt hier nicht rein, PvP, das passt hier nicht rein, aber nachdem man jetzt so lange DMZ gespielt hat, ich renne hier so einer lilanen Kugel hinterher. Was ist das? Ja, die droppt immer wieder was, wenn du drauf schießt. Ach ja, moin, okay. Boah, Alter, wie viel die hinterherkommen. Warte. Ja. Ich komme zu dir gelaufen. Ich renne der Kugel hinterher. Wir brauchen Money, ne? Ja, das brauchen wir. 5000 jeweils für Pack-a-Punch-Waffe. Ein und toter weniger. Und dann brauchen wir 10.000. So einmal punchen. Ja. Noch Munition. Hm? Was denn? Ah, jo, danke. Keine Muni mehr. Haben wir was gedroppt? Ja, haben sie. Hier liegt auch was. Dein neues Magazin. Ja, stimmt, ich habe Doppel-EP drin, ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie das reinknallt. Gerade dann, wenn wir erfolgreich exfiltrieren. Na, scheiße. Ich glaube, die Zombies muss man so ein bisschen ignorieren. Ja, also wenn du sonst. Ja, gar kein Problem, ne? Ja. Kann keiner sagen, ich sterbe andauernd, da muss halt immer in Bewegung bleiben, ne? Ja. Und nicht in Häuser reinrennen, ne? Ja. Also auf jeden Fall nicht lange drin bleiben. Nee. Wechsle Magazin. So. Ja, dieser Anzug, der sieht irgendwie scheiße aus, ne? Den wir anhaben. Ja, ja, ist das auch Makarov? Nee, ne? Nee, das ist Ghost. Das ist Ghost. So, jetzt habe ich eine blaue Waffe. Entspannt. Oh. Ja, die versicherten Waffen sind halt Schmutz, ne, nach kurzer Zeit schon. Außer du punchst sie immer mit, ne? Ja, die muss immer mitpunchen. Wollen ja. Sie frappieren? Setzen Sie eine Gasmaske auf. Gut, Gasmaske brauchen wir nicht. Kriegen wir auch so hin. Ein guter Anfang. Diese Briefe reinigen, müsste noch viel mehr zerstört werden. Ich
cool. Hier sind noch mehr Gänger. Ich schau grad, ich glaube oben. Ja, warte, ich muss da einmal raus. Ein Lagerraum. Vielleicht ist ja was Nützliches hier. Schwer zu sagen. Leichnam verfallen. Gasmaske, perfekt. Oh nee. Jetzt kommt ein großes Vieh. Oh, ich bin so dead. Oben. Ich bin oben. Ich muss doch raus, dein Gott. Eins. Zwei. War's das schon? Nee. Eins fehlt noch, glaube ich. Also mindestens. Boah. Was bringst denn du mit? Scheiße. Boah, kommen die denn alle jetzt her? Alter. Boom. Boom. Irgendwo. Ein so ein scheiß Ding noch. Da also oben ist noch. Oben da ist nicht. Wieder nicht hingekommen. Oder? Ne, oben ist nix. Ich bin oben. Es muss unten irgendwo sein. Hä? Wechsel im Magazin. Das ist ein blauer Rucksack. Ja, warte mal. Finde mal bitte das letzte Ding, ja. Damit ich hier. Ich seh's das halt gibt's doch nicht. Oder ist hier. Ah, hier. Hast du? Ja. Aber nee, hier ist noch mehr. Da. Boah. Sauber. Zwei Platten müsst ihr. Okay, hast du schon. Ja. Wie gut, dass ihnen nichts passiert ist. Es wäre tragisch, meinen besten Feldforscher zu verlieren. Festung gesichert. Ein Schatten weniger für die Untoten zum Verstecken. Ich bin gerade fast gestorben. Aus dem Warum? Weg schnüffeln hier weniger Zombies rum, die Ärger machen. Lade ein neues Magazin. Boah, ja, ich komme hier 10.000 hochlaufen hier. Ja, man muss einfach alle Dosen trinken und dann geht's. Okay, hier ist alles gelootet, genau. Ja, ansonsten ist hier nichts, ne? Hier unten. Erhöht die maximale Gesundheit. Wie lang? Dauerhaft, wie lange halten die Dosen? Ich glaube dauerhaft. Oder ist hier echt? Irgendwo eine Anzeige? Ja, ja, die halten. Doch, unten ist die Anzeige. Die halten dauerhaft. Ja, moin, okay. Dann deswegen, wenn man sich alles reinballert, moin Wolfi. Dann ist das viel einfacher. Ja, perfekt. Noch irgendwie eine Mission. Was hast du schon drin? Jetzt gerade nur maximales Leben. Das, hast du das jetzt von mir oder auch von dir? Das war jetzt, das habe ich aufgehoben. Ah, okay. Hab getrunken. Toter Feind terminiert. Wechsel im Magazin. Ja, komm, wir fahren hin. Denk an deine Mission, ne? Exfiltrieren, ja. Nur exfiltrieren? Ja, ja. Okay. Der Tarek ist ganz in der Nähe. Auf Stufe 1 musst du punchen. Guck mal, den kann man nicht. Ja. Den kann man nicht überfahren. Ja, moin. Magazinwechsel. Semtex gebaut. Alter. Auf Headshot ist der gut jetzt. Ja, auf Headshot ist. Dose. Idiot. Ja, genau. Ich geb dir Deckung. Bekommst du die auch? Die Buffs? Nee, ne? Nee. Okay. Wenn du jetzt gerade was genommen hast, dann nicht, ne? Ja, du musst auf jeden Fall alle Dosen, die du findest, trinken. Das bleibt dauerhaft. Ja, okay. Dann läuft's auch alles. Also dann läuft, glaube ich, alles wirklich viel, viel besser. Warte mal, soll ich die kaufen? Nee, drauf geschissen. Okay, du hast schon. Ich brauche noch ein bisschen Geld. Hier ist eine Pack-a-Punch-Station. Markiere Pack-a-Punch-Position. Jawohl. Die 1000 oder so, das bisschen. Ja, gut, ja, das haben wir bis dahin.
Ja. Immer. Ja. Gas. Was ist das, Buggy? Oh, das, ja, oh, Alter, das ist alles so ruckelig ein bisschen noch, ne? Ja, aber jetzt nur mit der Karre jetzt. War es so ruckelig. Ja. Oder was kostet das? Nee. Jetzt, Alter? Keine Ahnung. Ich brauche 100. 5, 6. Ja. Wie kann ich das? Ja, passt. Ich bring uns hin. Hä? Ich kann es nicht aufheben. Ach nee, oder? Echt? Ich kann es verpackt. Nee, ich kann es auch nicht nehmen, ja, Mann. Ah, nächster Bug. Ach nee. Warte, da kommt einer. Das ist gerade alles laggy hier, der ganze Server. Ja, aber gell, ich denke die ganze Zeit, das sind Performance-Probleme von Xbox, aber das ist hier, ne? Ja. Ja, die 70, kannst du mir die 70 geben? Ja, aber wie? Maximale Munition. Wie soll ich dir so wenig geben? Ja, warte mal, ich nehme, ich punch man nicht? Selber und dann... Warte, ich punch selber und dann... Aber ja, soll ich jetzt die blaue Waffe punchen oder meine? Die blaue, oder? Ja, wie du willst. Safe. Keine Ahnung, punch mal die blaue. Macht mehr Sinn, glaube ich. Na? Jetzt habe ich die 70. Die 70 liegen im Wasser? Ja, habe ich. Okay. Ja. Ja, moin. Ihr bester Vorteil, sauber. Zielen Sie mit einer Pecke-Punch-Waffe auf einen lebendigen Söldner. Da hüpft noch einer rum. Komm mal. Geh in diese Richtung. Wenn einladen. Ja, wollte gerade sagen. Das geht immer noch so. Wieder in der Nähe an deinen Truppen zu treten. Nein! Der beklaut uns und verpisst sich. Wer soll er machen? Ja, passt. Ja, let's fetz, ey. Da geht doch was. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die zweite Zone rüber. Gehen wir mal hier in die Richtung. Ich habe eine grüne gepunchte. Ah, okay, cool. Was ist da schon wieder in der Luft? Das brauchen wir. Wir haben miese gemacht. Ja. Ey, das war 500, ja moin. Ja, es sind Performance-Probleme. Ist das, ist das bei dir auch, oder? Ich denke, das liegt die ganze Zeit an Xbox vielleicht. Nee, ja. nee. Aber jetzt gerade geht's wieder. Verbaut ist Ziel entfernt. Wechsle Magazin. Der Server ist locker voll überlastet. Die Leute, die haben Feierabend, die zocken jetzt alle. Brauchst du das hier? Munition? Ja. Dann frieren, also diesem Einfrier Munition. Lade ein neues Magazin. Da eine Sentry Gun oder wie? Affe ist hier. Ich habe hier ein Beutedepot. Affe habe ich auch. Das ist echt eine Sentry Gun. Magazinwechsel. Idiot. Augen auf beim Feuer. Boah, Alter, falsche Waffe in der Hand. Idiot. Aber kann man ihn benutzen? Nee, öffnen. An, öffnen nur. Ah, musst du wieder Sachen einpacken, oder wie? Keine Ahnung. Ah, musst du wieder Sachen sammeln, um die zu reparieren wahrscheinlich, oder? Eventuell. Ah, schon wieder nur auf Dauerfeuer. Die Zets, die waren auch ganz gut vorhin. Ich geb dir Deckung. Wechsle Magazin.
Ja, dann lass mal weitermachen. Ja. Was haben wir denn hier? Was ist das? Eliminat? Wer will einen extra Automaten? Ach, ein extra Automat. Ah, ein Automat ist das, okay. Eigentlich müssten wir in die Stufe 3 Zone gehen und einfach nur looten, weißt du? Schnell rennen und looten, looten, looten. Ja. Ich kann doch nicht mal was auswählen. Lade ein neues Magazin. Also Railgun und sowas. Ich glaube, das findest du eher Stufe 3. Diese Baupläne, ja. Die sind super selten wohl. Aha. Das ist alles immer so mit einem Ufer. Ja, ja, mit Wasser abgetrennt. Komm, ich geh rüber. Ja. Ah, warte ja, mal, jetzt, mal hier wo kann man denn looten? Eins, zwei, warte mal, geh mir da rüber. Hier. Darüber. Dahin. Achso, du meinst jetzt einen, ja. Einfach nur kurz, rein einfach nur looten, gar nicht fighten oder sowas. Einfach nur verpissen die ganze Zeit und looten. Was ist hier durch die Kanalisation? Was geht da? Ich bin mal gespannt. Also ich kann dir auch keine Deckung geben. Ich kann dir nur sagen, da kommen Zombies. Wechsle Magazin. Oh, wir müssen die hier erstmal wegmachen. Ah, gar keinen Schaden fast. Aber wenn du auf den Kopf zielst... Singularität eingesetzt. Boah, die sind auch um einiges schneller, ne? Platziere Energieladung. Let's go. So, komm, lass mal hier drinnen was Gutes sein, ey. Jawollo. Guck mal, STB in Rot. Ja, ja. Boah. Okay, geil. Nimm gleich. Doch, ja, nehme ich auch. Meine nächste Kugel trifft deinen Kopf. Ich nehme deine Waffe, Alter. Scheiß auf die Versicherte. Hier, warte mal. Trink das. Achtung. Ah, ich bin raus, oder? Ah. Magazinwechsel. Okay. Jawohl. Geht deine Waffe jetzt? Also zerfetzt sie oder? Ja, also nee, die muss gepuncht werden, ne? Okay. Ich dachte, die reicht jetzt schon, um irgendwas zu tun. Nee, nee, nee. Also, nee. Wir müssen jetzt looten. Versuchen einfach durchzuziehen, keine Ahnung, ey. Anders geht's nicht. Ja, also scheiß auf die, ja. Ja. Nur schneller rennen. Da gibt es eine Waffe zu kaufen. Jawohl. Oh, großer Rucksack. Ja, guck. Hä? Es gibt doch doppelt. Gibt es doppelter Schaden noch? Neues Magazin. Warte mal. Das gab es früher mal, glaube ich. Was ist das? Hechtsprung löst eine Explosion aus, ja, wie geil. Pass auf! Oh, Achtung, Achtung! Ja, das habe ich ja vorhin ausprobiert, das war ja richtiger Rotz. Echt? Ja, ja. Dennis, danke für dein Abo! Boah, Laufweiten macht gar keinen Sinn. Nee, nee, mach nicht. Einfach nur rennen. Einfach nur rennen und looten. Rennen und looten. Siehst ja, ich habe jetzt einen großen Rucksack. Oh, der ist schneller wie ich. Dies ist in einer Art Log-Signal für Juntoten sind. Melden Sie sich, wenn Sie Beweise dafür finden. Irgendwas Och, passt nicht, die sind ganz rot. Digga, die sind ganz rot. Die Was Zombies. Ist ganz rot? Die Zombies. Warum ja, sind die so rot? Ja, wenn die Stufe 3 sind. Nein, die leuchten irgendwie. Okay, Alter, oh, Abbruch! 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 Ich kann gar nichts machen. Ah, das ist ein Geist bei denen. Der hat die hier irgendwie... Ich kam immer aus der Zone raus. Ja. Nee, nee. Ja, lass mal da. Da, wenn du wüsstest, wie viele mir. Ah, Junge, wie viele mir hinterher rennen!
Ja, renn. Und bei mir war es ja auch so. Da ist so ein Geist dabei. Der ist übelst OP. Der macht die anderen Zombies auch stärker. Okay, im Wasser ist man auf jeden Fall safe. Echt jetzt? Okay. Ja. Ja, da musst du halt warten, bis die Luft rein ist. Und nicht so weit, wie es geht. Aber aus dem Wasser mache ich irgendwie mehr Schaden. Gefühlt. Ja, moin. Energiemine geht raus. Ja, ja, ganz entspannt. Ich hole dich jetzt. Hast du den Geist getötet? Kann sein, ich weiß es nicht. Alter, der war so krank. Und die Zombies auch, die waren nochmal dreimal stärker. Auf jeden Fall müssen wir dieses Wiederbelebungs-Perk holen. Ach, Junge. Ich glaube, der Geist ist noch hinter dem Haus. Ja, alles gut. Die leuchten dann so rot alle und sind dann übel stark. Muss den mal angucken. Das ist heftig. Okay, hier waren wir schon am Looten. Scheiße. Ja, komm, lass uns wieder zurückgehen. Macht ja gar keinen Sinn. Nee, da brauchst du auf jeden Fall bessere Waffen für. Dafür müssen, ja, man muss halt immer wieder exfiltrieren und ja, die Waffen immer schön punchen, verbessern. Ja, wir müssen halt den Weg finden, wie wir am hier ist ein mittlerer Rucksack für dich. Starten, ne? Ja. Ich würde gerne die SCB auch punchen. Der gehört jetzt zu uns, der Grüne. Der gehört zu uns. Ah, ja, mein, okay. Wie hast du das gemacht? Das ist auch so ein Perk. Ah ja, moin, okay, das ist voll OP. Also ein Perk nicht, das ist ein Munition, ist das. Ja. Ja, so einen hättest du gebraucht vorhin. Vielleicht hätte der die anderen wieder gemacht. Den Boss, der uns angegriffen hat. So. Ja, hier musst du die Dinger wieder kaputt machen. Ich gehe hoch. Als extra. Ja, moin. Wechsle Magazin. Okay. Ein und toter weniger. Digga, dieses Monster hat mich gerade in den Keller gezogen. Wollte ich vergewaltigen. Ja, aber das war gerade irgendwie gut. Scheiße. Sind unten noch irgendwelche Hiller Dinger zum Zerstören? Ist hier bei mir im Haus? Ich bin ganz unten gerade. Ja, ich bin im Haus. Erledigt, erledigt. Doch nicht gleich so. Ja. Das war's dann mit dieser Episode aus Crystals Schlimmste. Was gekauft? Ist für mich etwas gekauft. Das ist aber nett von mir. Ja. Hier, Waffe verbessern. Ja, gelb, blauer aber. Ja. Echt Sprung, Explosion. Feuerwehr? Warte bei der Feuerwehr. Ja, Magazin wechseln. So. Ja, dann. Sind deine Waffen blau? Ja. Okay, sehr gut. Danke schön. Oh, danke. Digga, was sind das für Geräusche hier? Ich. Irgendwo müssen richtig viele Zombies sein. Die Alien-Geräusche hier, meine ich. Hm? Hier im Haus. Ah. Warum? Ja, komm mal hierher. Hm. Was ist das? Warte. Jetzt. Was? Was jetzt? Was ist das? Hörst du das nicht? Vielleicht ist das nur ein Soundpack. Nee, okay. Ich höre das auch. Das wird ein... Oben drauf. Ah, da oben drauf. Guck mal, oben drauf. Ja, das ist ja, dieser Juggernaut-Ding da.
Ah, ja, ich dachte gerade, Alter, was ist, geht ab? Wo kommt man denn hier hoch? Ja. Ah, andere Seite, nee, vielleicht. Wechsel im Magazin. Ja, ich hab Raketenwerfer. Achtung! Du hast den grün gemacht, ja moin. Ja, gehört jetzt uns. Hä? Was, ja, die, was, haben mich, was? Die haben mich mit Stein beschmissen. Das war ein ficker Alien. Boah, yo. Boah, ja, direkt. Roch mit dir. Dein Tod wäre verschwendet. Boah, das war eine Millisekunde, weil... Ja, das geht so, super schnell. Selten, ne? Leichnam verfallen. Semtex, ja, geht raus. Jo. Alter, ja, was? Boah. Da ist noch ein Ethernest. Ja, okay. Nehmen wir auch direkt mal mit. Hier ist eine epische Icarus. Boah, das muss auch OP sein. Zone 3, ich komme. Ich würde gerne nochmal raus. Ey, da kommt draußen 1000 Zombies nochmal. Alter, das ist ein reines Massaker, ist das. Maximale Munition. Kaufe Primärwaffe aus der mysteriösen Box und mit dieser Waffe soll ich auch noch. Okay. Wo ist denn hier eine Mystery Box? Boah, da ist wieder der Geist. Ja, der, ja, der gehört jetzt uns. Aber guck mal, da sind noch die Roten. Schau dir die mal an. Die sind echt doppelt oder dreimal stärker. Das in der letzten Zone ist dann echt heavy. Wechsle Magazin. Was ging jetzt? Ja, in der letzten Zone geht's dann halt nicht mehr. So, warte mal. Mystery Box. Ist irgendwo was Blaues im Himmel? Ja. Wer braucht eine mysteriöse Kiste? Aber ich würde sagen, du musst ja auch X füllen, ne? Auf jeden Fall, ja. Mission haben wir gemacht, oder? Markiere Exfiltrationszone. Deine, ich glaube schon, mit dem Panzer. Nee, ja, nee, ich meine generelle Mission. Aber brauchen wir gar nicht, ne, zum Exfiltrieren. Gibt ja keine Exfil-Streaks. Ja, komm, dann exfiltrieren wir. Ja. Ah, wobei, warte mal, ich müsste noch mal zu einer Pack-a-Punch-Station. Haben wir die hier irgendwo? Dein neues Magazin. Da unten. Ja, wir könnten jetzt aber auch fast schon zur, ja, Zone 3, ne? Du kannst da nochmal punchen. Ja. Und ich, ja, da auch. Das wird aber wahrscheinlich 20.000 oder so was kosten. Echt scheiße. Wow. Ja, lass mal nächste Runde zusammenlegen und nur einer puncht immer. Dann packen wir. Ja, ich glaube, du brauchst sowieso mehrere Runden. Ja, aber das Geld nehmen wir ja nicht mit, oder? Doch, ich glaub schon. Ja, ach so, okay. Ja, das wusste ich nicht. Ja, aber die Upgrades nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich nur Geld sammeln und dann eigentlich mal in einer Runde halt durchrasieren, ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Weil das Geld nimmst du mit. Den, das Geld nimmt man mit, genau, ne? Richtig. Die gepunchten Waffen auch. Ach, die, so wie die sind? Ich meine, ja. Ja, da haben wir irgendwann ja voll die krassen Waffen und alles, ne? Ja.
Ich weiß nicht, ich bin noch nur einmal rausgekommen, aber da hatte ich nur Schmutz dabei. Ich meine schon. Und das Einzige, was du nicht mit rausnimmst, sind halt die Dosen, die du zugenommen hast. Ja, Digga, lass auf jeden Fall nochmal punchen gehen, ey. Wie viel Zeit? Ja, das sind die ganzen X-Ray-Camper jetzt hier. So, jetzt ist Ruhe. Sauber. Ah, endlich. Das gibt's doch nicht. Komm mit deiner Crew, guck mal hinten. Ein episches Bild, ey. Ich steige jetzt ab. Junge, the boys. Dieses SEK gerade den Berg runtergesprungen, ey. Jungs, wir helfen euch. Ich hey, what's up, guys? So geil. Schade, dass sie nicht ingame sprechen. Bin ich ein bisschen blöd. Ja. Auf jeden Fall, ja. Wir sind unterwegs. Dob soll uns ein paar Essensreste. Ich hab einen Rucksack gedroppt, der ist weg. Ja, moin. Also im Flugzeug auch nichts droppen, ne? Jetzt muss ich kurz nach Aufträgen schauen halt, ne? Ja. Wie viele Operator-Kills hast du? Ich kann dir sagen, wie viele Zombies ich, oder? Wenn Zombies, ich habe 307 Zombies eliminiert. Boah, Alter, nice, Alter. 243. Krass. Das ist aber, glaube ich, immer noch wenig, ey. Ja, ich glaube. Moin, Mario. Grüß dich. Bam, Alter, wie viele Herausforderungen ich einfach jetzt... Ja, ey, ohne Ende. Bam, 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 bam. Obwohl ich jetzt Doppel-EP drin hatte. Ja, drei Level. Alter, so wenig Level mit Doppel-EP, das ist ein bisschen. Ah, schon happig. Denkst du, die Waffen sind jetzt wirklich gepuncht, die wir wieder reinnehmen? Nicht. Weil die sind ja jetzt einfach rot, ne? Deswegen. Wie, die sind einfach rot. Und einen Geldbeutel haben wir auch nicht, ne? Nee. Hm. Ja, ich glaube, wir müssen immer wieder von vorne anfangen. Wir müssen krass. Den besten Weg finden. Krass, krass. Tun wir Operator wechseln? Ja, ne? Also ich tu mal wechseln, weil dann kann ich den nächsten gleich voll machen, hier in den ersten Zonen. Ja, ich gehe mit dem gleichen nochmal rein. Ich würde gerne die Waffenbaupläne finden. Bis wir halt in Zone 2, 3 gehen, ja, bin ich auch voll wieder, weißt du? Eine Mission, das ist die letzte Mission mit der mysteriösen Kiste. Und dann habe ich schon Akt 1 ist nicht durch, dann kommt Stufe 2. Hm. Aber wo sind die Missionen jetzt hier? Waffen werden resettet und Geld nimmt ja auch nicht mit. Ja, danke Views from Vienna. Ja, das ist Abfuck. Ich meine, klar, das wäre dann ja. Hä, wie viele Missionen kann ich denn immer mitnehmen? Eine nur. Ach so. Und sobald du die erfüllt hast, kannst du die nächste sofort machen. Die wird sofort in-game aktualisiert. Ach so, okay. Ja, dann. Warte mal. Dann lasse ich mal die STB im Lager. Also habe ich es auch gemacht jetzt. Höheres Laufen. Ich hatte Waffe eine Stunde jetzt, ne? Und hier gibt's keinen Dead Drop. Nee.
Moin Dominik. Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Bist ready? Mensch. Ja, ja, mach mal. Ja, das ist ja... Puh. Also dann weiß ich nicht, wie lange ich das wirklich zocken kann, so. Bist halt echt immer bei null, ja? Ja. Boah. Ja, aber lass mal das probieren, was wir vorher gesagt haben, hier zusammenlegen und einer puncht nur noch. Weißt du, dann können wir mal ein bisschen mehr sehen, was da drin abgeht. Vielleicht finde ich dann direkt was Krasses, wenn du aber da klarkommst, weißt du? Ja, einer gibt Deckung und der andere lootet, oder was? Ja, nee, wir fangen an wie davor, aber wenn es dann ans Punchen geht, du 5.000, ich 5.000 hab, dann punchst nur du mit den 5.000 und ich renne dir hinterher. Ja. Also quasi, du musst Solo spielen, aber wir suchen zu zweit. Ja, müssen wir oder gucken, wir sammeln zu zweit. Ja, weil ich weiß nicht, wie du da vorankommen willst. Oder wir müssen mehr Gas geben und noch mehr Zombies töten. Ja, das wird sein. Ja, halt Aufträge machen. Digga, als ob der brutto-normale Spieler da 500 Zombies tötet pro Runde, weißt du? Das ist halt schon komisch. Da muss es irgendeinen Hebel geben, ne? Wie man da besser vorankommt. Wollte ich gerade sagen, da gibt es irgendwelche Tricks, die wir noch nicht so kennen, die wir selber herausfinden müssen. Ja. Oder Upgrades, die so OP sind, dass du dann halt einfach echt klarkommst. Ich glaube, das macht schon einiges aus, wenn du die Dosen alle säufst. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Dose mitgenommen jetzt. Sprinttempo, Lauftempo und sowas. Wo hast du die her? Von einer anderen Runde. Ich meine ja. Aha. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir da schneller an Dosen rankommen. Was gibt's da für Möglichkeiten? Gibt's Aufträge oder so, die auf jeden Fall Dose geben? Boah, Alter, wie schnell ich jetzt bin. Wechsle Magazin. Ja. Platten. Ich hab zum Beispiel. Ja, okay, warte mal, stimmt. Ich habe die zwei Plattenweste. Das macht ja auch schon einen Unterschied, ne? Ob du eine Plattenweste hast zu Beginn oder. Ja. Willst du die überfahren? Ja, ja, ich mach das jetzt mal ein bisschen. Ja, die Karre geht irgendwann kaputt. Muss nur damit rechnen. Ja, ja. 30 Stück müsste ich hinkriegen. Lade ein neues Magazin. Ja, wir sind ja direkt hier in der gelben Zone. Essenz Viole, da vorne. Ist top. Brauche Munition. Ja, ich komme sofort wieder. Fahr noch ein paar Haufen rein. Mal gucken, wie ich da hochkomme. Ah. Sieht gut aus. Werden die Waffennamen nach dem Punchen geändert oder heißen die immer noch gleich? Keine Ahnung, ich habe da jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Sehen wir ja gleich, wenn wir die punchen. Feindlicher Truck markiert. Ach, keine Muni mehr. Tschüss. Haben wir irgendwo eine Munikiste? Da ist das ein scheiß Born. Da müssen wir auf jeden Fall auch mal hin. Eine mysteriöse Kiste. Repariere ein Fahrzeug reichen. Warte, kann ich den kaputt schießen? Ja, ja, kannst du. Ja, ist das blöd. So, fertig. Idiot! Augen auf sein Feuer, Ex. Zufallsextra, warum kommt Zufallsextra? Ja, weil ich das aufgehoben habe von den Zombies. Ach ja, moin. Ah, okay. Also ich mit den Boxen ist auch möglich, also. Sag ich doch. Wechsle Magazin. Deswegen habe ich auch gesagt, Wurfmesser ist so OP. Und
toter Feind terminiert. Na komm, Mystery Box braucht man, glaube ich, 500 oder 900 oder was das vorhin war. Ich laufe da schon mal hin. Ohrenkontrolle, okay. Da war ich. Aber puh. Bonuspunkte. Magazinwechsel. Alter, schon 5K. Perfekt. Ja, ich muss davon aber gleich ein bisschen was. Achso, du hast schon 5K, yo. Ich dachte ich. Ja. Wir haben 5K. Oh, lecker. So, jetzt Mystery Box. Komm, gib mir Railgun. Railgun. Hast du dir gegönnt, ja? Ja, musste ich. Ist eine Mission. Ah, okay. Aber... eine Scheißwaffe. Was hast du da? Katana oder was ist das? Ja, Katana habe ich da hingelegt. Ja, moin, nehme ich, danke. Alter, One-Hit alles, Alter. Moin, perfekt. Das ist wie Buddha, wa? So, was ist denn hier hinten? Grafik ist echt der Hammer. Ja, ich finde, die Grafik hätte sogar noch besser sein können. Ja, habe ich mir auch gedacht. Gerade Häuser und solche Dinge, ne? Ja. Das hier Portal zu Lilith, oder wie? So, Alter, ich habe jetzt voll viele Dosen zu mir genommen. Das ist so ein Fortnite-Portal hier, wo du dann. Ja, damit da oben in der Luft, das ist ganz gut. Ja, das ist schon geil, aber ich meine, das ist echt Fortnite einfach nur. Ja, pass auf. Wechsle Magazin. Wie viel muss ich noch killen? Ach, noch einige. Ja, dann tue ich mich mal umpositionieren. Natürlich Richtung Zone, ne? Ja, mach schon mal. Ja. Guck, dass ich hier die Zombies da... Ah, da kriege ich ja jetzt jedes Ding hier. Perfekt. Oh, so ein Nest oder sowas. Ja, da ist ja eins. Gehe ich da mit den Katanas rein, perfekt. Ja, kannst du eigentlich um die rumschlagen, so die ganze Zeit, ne? Ja, alles One-Hit, was? So, wo sind die Zombies? Jetzt, wo ich welche brauche, kommen die nicht, oder was? Oh, habe ich hier wirklich alles gelootet hier drin? Ja, ne? Hundehütte. Grrr. Da muss man irgendwas reinschmeißen. Moin, Retram, du geile Sau. Grüß dich. Wie zum Beispiel die 1911er bei EO2. Wenn du hier gepuncht hast, dann hast du die... Ach so. Gucken wir gleich mal. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Aber ich sag dir ehrlich... Die Katanas hättest du nicht weglegen sollen. Die sind so overpowered. Ja, musste ich ja. Ich hatte ja keine andere Wahl, leider. Du kannst das ja auch nicht mit einem Rucksack mitnehmen. Das ist auch kacke. So, haben wir noch ein paar Zombies. Na, und enjoy your life. Grüß dich. Boah, scheiß Höllenhund. Ich nehme einen Auftrag hier an. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Voll das große Lager. Ja gut, was man machen könnte, ist hier die Gegenstände, die man halt findet, einfach mitnehmen und verkaufen an dem Shop, ne? Dann... bist auch ein bisschen schneller. Es ist die Frage, was ist am effektivsten, ne? Ja. Eine Blutprobe von diesem HRZ würde es erst recht hochrangig machen. Hab ich recht?
Eine Dreierplatte gefunden, Alter, ja, Mann. Sehr schön. So, warte mal, wie viel brauche ich noch? 14. Das gibt's doch nicht. Weil meine PS4 MW3 runtergeladen hat und 2 gelöscht hat. Und ich jetzt wieder. Oh ja, das ist natürlich mies. Magazin wechseln. Let's go. Oh, geht doch. So, zerstöre einen Söldnerkonvoi. Ja, sieht nicht wie eine ihrer normalen Patrouillen aus. Ich empfehle, dass wir sie abfangen. Verstanden, Dobbs. Einsatzteam, meine Kiste. Oh, die Kisten, die sieht man so schlecht, ne? Ich will es haben. Das Training ist zu Ende. Zurück zur Basis für Nachschub. Oh, hier habe ich doch schon gut, oder nicht? Einen Besuch ab. Ja, es macht auch Spaß, aber wie gesagt, also mir persönlich fehlt tatsächlich, ja, schon PvP halt so, ne? Achtung! Der hält so viel aus, Mann. Was ist das denn? Wir brauchen, um meine Pack-a-Punch-Waffe auf Stufe 2 zu verbessern. Bam! Waffe sofort verbessert. Ah ja, moin, perfekt. Direkt Stufe 2. Oh, Digga, dann können wir die direkt auf Stufe 3 verbessern. Direkt ja, in die 3er. Was hast du dafür gemacht? Ja, ich habe einen Boss jetzt gekillt, einen Auftrag gemacht und der hat das gedroppt. Ja, perfekt. Oh, ja, das ist natürlich Premium. Hä, aber die Westen nimmt man auch nicht raus? Ach nee, warte mal, ich bin mit einem anderen Operator drin. Ja. Oder? Nee, gar nicht wahr. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Na, nobody. Feuerplatte hast du. Ups. Volle Energiemine geht raus. Ja, die Platten, die drückt bei sich auch gerade voll komisch rein. Ja, ja. Irgendwas ist hier nicht so richtig, weiß ich nicht. Ja gut, dann gehen wir mal in die Zone 2 rüber.
Ja, der Nervenkitzel noch bei dir, der ist da. Gerade dann, wenn du Zone 2, Zone 3 reingehst, da ist der Nervenkitzel da, schon. Aber. Ein und toter weniger. Ja. Ich weiß nicht. Haben wir hier auch irgendwo eine. Markiere Packer-Punch-Position. Achso, warte mal. Die ist ja schon Stufe 2. Ja, komm, warte mal, dann lass uns mal. Digga, warte mal. Gibt's gar nicht. Stufe 3. Doch, da, hier. Da müssen wir hin. Markiere Packer-Punch-Position. LKW ist hier. Let's go. Verschwinden wir. Ach, du hast mir Geld gegeben? Habe ich das andere aufgehoben? Ja, ich habe dir das reingeschmissen. Ja, ich würde das echt gerne mal probieren. Meinst du, dann kommen wir in Stufe 3 besser klar? Also ja, viel besser? Auf jeden Fall, Alter. Mit dir als Bodyguard dann. Mit krassen Waffen. Ja, aber ich habe bis jetzt noch gar nichts verwendet, weißt du? Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das wird so 20.000 oder so was kosten. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Bei 5.000 dabei, Stufe, ne? 1 oder 15.000. Stufe 1 5.000, 2 10.000 und 3 dann 15.000 oder 20.000. Naja, also das müsste auf jeden Fall dann locker lang jetzt gleich. Ich glaube, wir müssen. Ah, wobei. Ah. Ja, und jetzt müssen wir schwimmen. Ich habe jetzt. Ich habe jetzt 2, 4, 5 Perks drin. Ja, moin, Alter. Dosen. Die alle her. Gefunden. Angelschurke, danke für dein Follow. Achso, den letzten Punch kannst du auch nur in der Zone jetzt hier machen. Frage, hast du ein paar Informationen zum neuen Warzone, wann es kommt? 6. Dezember, soweit ich weiß. 6. Dezember, denn da startet dann die Season 1. Magazin okay. Ja, lass sprinten, oder? Was willst du machen? Ja. Scheiß auf die. Ja. Ja. Sind ja schon fast da. Da sind natürlich jetzt auch Zombies. Platziere Energieladung. Jawohl, perfekt. Jo, ist gepuncht. Ja, ja, ja. Ist vom Damage her. Ja, wobei. Nee. Ja, du musst nochmal, was können. Oh fuck! Was können wir noch machen? Keine Ahnung, ey. Noch mehr Dosen. Dosenbier saufen. Ja, dann machen wir das. Na, Damage. Oh ja, moin. Ja. Alles gut. Lade ein noch neues Magazin. Ja, was mach ich? Boah, hallo. Puh. Ja, dann lass erst hier Dosenbier. Ja, Dingens, ich kann. Ja, ich muss meine Waffe muss ich noch verbessern. Die ist bei mir weiß. Wie weiß? Ja, ich hab eine blaue für dich dann, wenn du willst. Aber Dreiersalve. So eine neue. Ja, am besten halt so ein Werkzeugdinge finden. Warte mal. Ja, komm, wir looten hier. Grünes hab ich dabei. Ja, das reicht. Also immerhin dann schon mal. Macht dich auch schon mal mehr Damage. Jo. Ja, aber du, das reicht nicht, um OP zu sein. Dann nimm doch die blaue Waffe hier. Ja, die macht schon mehr Schaden. Ja, die ist aber nicht gemoddet, deine. Nein, ist ja jetzt maximal Stufe. Schon gemoddet? Ja, Mann. Ja, ja. Auf Max. Hier, sag ihn, Alter, und gib ihm. Die ist episch. Kann man die denn direkt auf Stufe 3 modden oder muss man immer von 1 beginnen? Da habe ich nicht drauf geachtet. Das ist die Frage, ne? Ich glaube, ich denke, du musst nacheinander modden. Ja, das sind alles die Fragen hier, ne? Sniper, Victus.
X12. Okay, dann such mal die nächste, was weiß ich, Dosenmaschine oder was brauchen wir? Ne, ich guck jetzt, dass ich, warte mal, wir brauchen wieder Geld, 15.000 glaube ich, und dann versuche ich die direkt auf Stufe 3 zu machen. Ja, die. Ja, haben ja. Wir doch. Ja, dann komm, dann versuch mal was. Magazin. Ja, perfekt. Na komm, warte, müssen wir wieder dahin? Ja, ja, wieder zum, ja. Ja, warte, 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 ich geb's dir jetzt erst, jetzt schon mal. Boah, Alter, nee. Ich mach schon mehr Schaden, aber... Da, noch mehr? Ja, jawohl. Ich geh mal eben hin. Mal gucken, ob das ja. Geht. Ja, ich komm mal mit. Ich bin eh verloren. Alter, wie schnell die sind. Ja, geht. Aber, ja. Jawohl. Ja, nee, jetzt eine Stufe fehlt noch, wir brauchen noch mal. Nein, wie viel? Ja, ja 15.000 dann halt, ne? Ah, okay. Ja, stimmt, ich kann den 5.000er Punch kann ich hier auch machen. 15.000? Was ist so? Wir hatten doch gerade über 25k. Ja, ich hab die doch jetzt, ich musste die jetzt von Stufe 1 Punch. Ja. Die kostet 5.000, Stufe 2 kostet 10.000. Hast du schon 15.000, ja. Die wir jetzt verbraucht haben? Ja, aber wir hatten 25. Und jetzt vorhin? Ja, und vorhin die eine, meine andere Waffe. Achso. Wir brauchen noch mehr Kohle auf jeden Fall. Ja, okay. also ich kann hier keine Kohle holen. Ich muss dann wieder zurück. Und dann müssen wir uns auch beeilen. Warte mal. Achtung! Kommst du klar? Ja, also meine... Ja, oder? Ja. Aber die Waffe, die macht guten Schaden. Ja, okay. Ja, das reicht noch nicht. Ja, aber das Ding ist, wir haben auch gar keine Zeit, weißt du? Ja, ja. Puh. Man muss sich theoretisch alles vorbereiten für die nächste Runde mit den ganzen Dosen und sowas. Das muss alles mit rausnehmen. Ey, moin Steven, grüß dich. Ja, also die sind jetzt einfacher zu killen für mich. Ja. Ja, ja. Sehr gut. Ja, die Maps, die sind richtig geil. Heferlump auf jeden Fall. Also bockt richtig. Achtung! Energiemine geht raus! Geh doch hier hoch. Kasimir geworden! Diese Hundehütte, damit muss man auch irgendwas machen können. Mit was denn? Ja, diese Hundehütte hier, die es gibt. Achso. Irgendwas muss man da reinpacken. Ja, in Zone. Ich glaube, du musst in Zone 2 alles platt machen. Machst du da schnell genug Kills, um viel Geld zu kriegen? Das ist die Frage, ne? Ja. Guck mal hier zum Beispiel PDSW. Die Holger kann man sich holen. Episch. Ja, das hört sich auch nicht schlecht an, ne? Oh, da ist wieder dieses Riesenvieh. Echt jetzt? Ja, wie heißt das? Mega.
mega scheu sein, Alter. Noch Muni holen. Oh, fehlt sie. Oh, eine Pumpe? MX Guardian? Muss aber auch knallen. Oh, guck mal, erstellt einen Grabstein, sehr schön. Wo ist die Muni? Da unten. Hier bin ich der, wo der Stream nicht ganz flüssig läuft. Bei mir hängt das auch manchmal. Echt? Hängt manchmal? Say what? Hier gibt's aber viel zu looten. Komm ich denn hier rein? Fahrzeuge von Terminus Outcomes, die in eurem Quadranten manövrieren. Ist ein schöner Tag für einen Hinterhalt. Der Feind terminiert. Ich muss auch irgendwann aufhören hier. Wo ist der Boss, dieses Riesenvieh da? Ich habe einen Prezi. Ach so. Guck mal, ob ein Prezi was bringt. Ja. Ich habe eine harte Lust. Ziel markiert. Erbitte Feuermission. Ja, moin. Ja. Überhaupt ein Damage gemacht? Ja. Ja, moin. Ein kleines bisschen nur. Ja, auf jeden Fall mehr Damage als vorher, sagen wir es mal so. Den Mega-Dingens mache ich auf jeden Fall einen guten Schaden inzwischen mit. Ja? Ja, also mit Stufe 3 Waffen. Also gepuncht, Stufe 3 gepuncht Waffen, dann ist entspannter. Also es ist möglich, sagen wir es so. Es ist nicht so wie vorhin, als wir da waren, dass es unmöglich ist, weißt du? Okay. Und wenn du die Dosen und alles drin hast, kannst du ja auch schneller rennen. Also können die Stufe 3 Zombies auch nicht so schnell hinterher. So, wo ist das Vieh jetzt? Du sparst ja gerade, was willst du holen? Holst du Dosen, oder? Nee, ich möchte die meine LMG auf Stufe 3 punchen. Ah, okay, ja. Ja, du musst halt mal schauen, dass du eins aufs Maximum bringst irgendwie. Ja, eins ist schon auf Maximum. Okay, mehr geht nicht, egal wie. Nee, mehr geht nicht. Ja, okay. Also, ich muss auch sagen, ich komme jetzt gut zurecht hier. Ich komme ja richtig gut zurecht. Dr. Barrera hat den Kontakt zu einem Trupp verloren, der Äthersporen beseitigen sollte. Ich markiere sein Missionsgebiet. Wo ist denn dieses Riesenvieh jetzt hin? Kann man ja sagen, warum man in MW2 und MW3 nicht reinkommt? Boah, gute Frage. Diese Krise. Wir haben diesen Trupp mit einem Boah, ey, Flo, da fragst du was. Da kann ich dir gerade auch nicht helfen. Weil Konsole, ne? Oder was? Wir denken an die
Wissenschaft, wenn wir diese Sporen im Griff haben. Wenn man die Sporen im Infrasal aussetzt, kehrt sich ihre Evolution um. Umgekehrte Evolution. Ihr Liebe, meine Herren. Barrera will damit sagen, um Sporen zu zerstören, muss das Gerät in Reichweite sein. Feinde nähern sich ihrer Position. Sie müssen schneller sein als sie. Ah, PC. Ja, das Problem hatte ich nicht. Also ich habe ganz normal alles installiert. Und das Erste, was eröffnet, ist ja sowieso ME3. Und du bist auch im ME3-Menü. Sobald du irgendwie, keine Ahnung, auf DMZ oder Wiederauferstehung oder sowas gehst, dann switcht da oben auf ME2. Gute Frage. Also, weiß ich nicht. Wo ist denn dieses Riesenvieh jetzt, Mann? Gibt's doch nicht. Gesehen, aber das nenne ich echt Talent. Ein Untoter weniger. Ach ja. Energiemine geht raus. Oh, Claymore? Wow. Claymore, Clustermine. Geh doch durch da, Mann! Scheiß Game, Alter. Dieses dumme Rumgebagge hier, ne? Ach, wo ist denn dieses Riesenvieh jetzt hin, Mann? Ich suche sie schon die ganze Zeit. Das ist mir die ganze Zeit hinterher gerannt. Echt jetzt? Ja, und hätte jetzt Schiss von mir. Das gibt's doch nicht. Sieht man das auf der Map irgendwo? Nee. Insta-Kill. Leichnam verfalle. Ja, perfekt. Wenn ich Dosen mit rausnehme, sagst du, die kommen halt mit raus. Ich meine ja. Rucksack, ne? Ja. Ups. Such schon die ganze Zeit dieses fette Vieh. Weil ich habe Grabsteinsprudel, das hilft nur. Wenn du Runde stirbst. Ja, ich glaube schon. Ja, genau, für die Runde. Und wenn du stirbst deswegen, halt, dann bleibt dein Inventar da. Ja, das mache ich dann jetzt nicht.
Oh, warte mal. Da ist es. Na, geht doch. Wenn mich so viele Zombies jetzt nicht jagen würden, wäre es alles schickimicki hier. Oh, Junge. Platziere Clustermine. Wo ist es jetzt hin? Da. Ach, da kommen jetzt so viele. Oh. Oh. Kami, danke für dein Follow. Feind terminiert. Z-Boot-Kommando, Dobbs hier. Ich habe einen Wetterbericht zur dringenden Ansicht geschickt. Da braut sich anscheinend was richtig Großes zusammen. Geh da hoch! Geh da hoch! Oh, nee! Ey, wie soll man dieses fette Vieh denn erledigen, wenn immer 10 Millionen Zombies herkommen? Da ist es. Magazinwechsel. Gar nicht auf mich zugelaufen, obwohl ich drauf schieße. Lade ein neues Magazin. Also bist auch hier. Aha. In der Nähe. Boah, endlich mal eine Waffe, ey. Das ist eine goldene. Hier. Warte, hier. Dann kannst du mich unterstützen. Achtung. Idiot, Augen auf mein Feuer. Das hört nicht auf. Alter. Das hört einfach nicht auf, Mann. Da ist nur von der einen Seite, ne? Ach, da hinten, ne? Ja, moin. Semtex geworfen! Pass auf, wo du hinschießt! Deine nächste Kugel trifft deinen Kopf! Na, Jin!
Ja, ich weiß, meine Waffe ist grün, die macht weniger Schaden. Aber wir haben jetzt nichts anderes gefunden. Und die Zeit, die ist schon wieder bald rum. Und in der nächsten Runde fängt das wieder alles von vorne an. Ein bisschen abgefackelt ist das doch schon, finde ich. Wo ist die Punchmaschine? Oh. Da hinten, oh, Marsch der Welt, Alter. Ja, ich gehe gleich mit der STB rein. Die ist ja episch. Und ja, aber die ist dann nicht mehr episch, Digga. Die ist dann normal, wenn du die nächste Runde wieder reinnimmst. Ja, da muss man so ja theoretisch... Achtung, Achtung, Achtung! Achtung. Ja, Scheiße. Ja, das ist hier abgefacke. Alter, der Jugger tippt mich. Boah, der ist auch noch 10-mal schneller wie ich. Energiemine geht raus. Oh, ein Kopf ist kaputt. Letztes Magazin. Ja, genau dabei. Jawohl, jetzt geht was, jetzt geht was. Halt drauf. Geht raus. Keine Muni mehr. Ich kann nichts mehr machen. Hat er eine Schwachstelle oben auf Ja, Kopf, ja, Kopf, Kopf, Hand, Kopf. Ja, oder irgendwie so, ne? Lebst du? Ja. Hä? Ach, Digga. Oh, ne. Oh, nee. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ich hab Selfie und so. Ja, weitermachen. Oh, der weitermachen. Brennt. Mach weiter. Yo, brennt, yo, brennt, yo. Feuer empfindlich. Ja. Er ist Feuer okay, empfindlich. Feuer. Ja, dein neues Magazin. Ja. Alter, wie boah, Junge. Achtung, ich komm auch runter. Ja, lass doch mal punchen gehen, Alter. Ja. Wir haben jetzt eh kein Ziel mehr. Ja, deine Waffe dann nur noch, die du hast. Oder die MX Guardian. Ich will mal schauen, was eine goldene Waffe hergibt, weißt du? Ja. Dass die mal punchen, bis es nicht mehr geht. Ah, da brauchen wir noch ein bisschen, ne? Ja, da brauchen wir noch ein bisschen, ja. Also zweimal kannst du die punchen. Reicht schon? Nee, noch nicht für zweimal, oder? Ah, doch. 10.000 und 5.000, ne? Hast gesagt. Dann geht's, ne? Achtung, davon ist der Geist. Platziere ich sag ja, mit dem lege ich mich nicht mehr an. Oh nee, Alter. Musst du mal nachladen. Achtung, Höllen und hinter dir. Ja, passt. Keine Muni mehr. Ja, wir müssen die Beine in die Hand nehmen. Ab zur Punchmaschine. Ich renn durch. Boah, Wunderwaffe. Ich renn nicht durch. Oh my goodness. Guck mal, was ich gefunden habe. Nein. Magazin weg. Okay. Kannst du da. Nein! Rett! Nein! Nein, warte, ich hab ein Selfie. Ja, ich auch. Aber wir müssen irgendwie. Warte, ich mach zuerst. Ich hab eine Wunderwaffe gefunden. Warte, ich lock die weg, ich lock die weg. Jetzt. Ja, wo so? Jetzt komm, hol dich. Ah, da sind Dosen, ich bin tot, ich bin so tot. Komm hoch, komm hoch. Geh alleine raus. Geh alleine raus. Scheiße. Da kommst du niemals rein. Laden voller 1000 Zombies. Ah, die kommen nicht raus. Der Plan hat funktioniert. Alter, ah, hier ist ein Auto, Long. Damit kannst du alles hochfahren. Da vorne. Ja. Da. Wenn's klappt. Ah, du bist halt auch langsamer wie die, ne? Gefühlt. Na ja, aber ich. Obwohl ich eine Dose gesoffen habe. Oh, ja. Gib Gas, gib Gas. Stirb besser. Ah, für mich reicht das niemals. Nimm's Auto, nimm's Auto. Ich bring uns hin. Ja, moin. Nein. Auto im Arsch. Ach nee, echt. Oh Junge, oh Junge. Dann nimm die Beine in die Hand. Ja, ich kann gar nicht sauer sein, weil ich verliere nichts. Jetzt musst du mal drauf achten, egal welche Farbe deine Waffe hat, die ist in der nächsten Runde einfach mal weiß. Obwohl ich so eine krasse Wunderwaffe gefunden habe? Das weiß ich nicht. Ob die, kriegst du die überhaupt mit raus? Das ist die Frage. Ja, ich denke mal. Okay. Was ist das für eine? Ach so? Du bist verrückt. Das klappt nicht. Ich schwör's dir, das klappt nicht.
Ja, fährt mit mir mit, Alter. Ach, da kommt man doch schon wieder das Monster. Ja, ja. Der Ex fiel doch. Nein, Mann, warte. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Die Viecher, die müssen irgendwo anders hinlaufen. Ja, aber die sind so schnell. Ja, die entgegenkommen, die muss ich umfahren. Ja, aber dann ist die Karre im Arsch, weißt du? Geht das viel schneller bei den drei? Ja, 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 es geht ultra schnell. Ach, Mann. Jetzt fehlt wieder hier The Boys, Alter. Die kommen alle mit Strahlenpistolen. Das Ding ist halt, ich hab ja noch nie mal scheiß Muni, Alter. Gar nix. Verschwinden wir. Du hast auch nur noch 50 Sekunden, bis die Strahlung kommt. Ja, krieg ich hin. Strahlung fängt. Ich muss irgendwie noch weiter wegfahren. Oh, warte mal. Warte mal. Kann ich dich nicht schieben? Ja, das mit der Leiche würde ich vielleicht nicht mehr machen. Nee. Als ich am Boden war, war es gut. Kommt mal alle mit. Kommt alle mit. Und dann brauchst du auch noch ein Auto zum Rauskommen, Digga. Jetzt ist ich beobachte das gerade auf der Map. Wir sind tatsächlich die einzigen, die in die rote Zone gehen. SSO, die Satellitenbilder. Alle anderen nur Zone 2. Und das Ding ist kein Spaß. In der Basis sind alle sicher. Einsatzteam, Sie sind es, die hier in Gefahr sind. Und zieh durch, zieh einfach durch! Lauf! Ab ins Wasser. Da, wo Wasser ist, direkt auf dem direkten Wege hin. Da, arrivederci. Oh. Alter Verwalter. Lade ein neues Magazin. Ja, diese Wunderwaffe, die ist ja mal Müll. Echt? Ja, irgendwie. Ja, die musst du halt wahrscheinlich auch noch hinüberpunchen, ne? Ja, wobei. Also, Zombie-Herden machst du damit richtig gut kaputt. Also, ich habe die goldene MX Guardian, die würde ich gerne mal, aber nächste Runde ist die Safe nicht mehr golden. So war es letzte Runde auch, glaube ich. Guck, wie die alle sterben. Warte, pass auf. Lass sie mal runterkommen. Pass auf von hinten. Komm mal zu mir. Ja, ich kratz grad ab, warte. Wechsle Magazin. Oh, ja, moin. Oh, alles. Ja, moin. Ah, das große Ding. Letztes Magazin. Energiemine geht raus. Oder weniger. Brauche Munition. Achtung, da schießt noch irgendwas anderes. Achtung hier, Eliminator. Geh doch ins Wasser. Komm ins Wasser, du auch. Ja, geh ins Wasser. Ja, ich versuch da hinzukommen. Mit dir. Dein Tod wäre Verschwendung. Ja, muss kommen. Ja, okay. Ach, das sind Dreier-Zombies, warum? Ja, weil die rübergekommen sind. Ja, moin, Alter. Das war gut. Das war wieder richtig ehrenlos. Letztes Magazin. Ah, ich bin dann hinüber gleich, warte. Ich bin hinüber. Nein! Achtung! Ich hab gar keine Munition mehr, ich kann gar nichts mehr machen jetzt. vom Wasser aus? Nee, gell? Geht auch nicht, weil ich lieg am Rand. Warte, die werfen Scheiße auf dich. Nee, auch nicht. Ja, zieh durch. Das klappt. Checken's nicht. Nee, sind zu blöd. Aber wir müssen raus, wir müssen raus. Komm, jetzt komm weg, jetzt. Jetzt übers Wasser. Schwimmst du? Ja, ich schwimme jetzt gerade. Ja, Alter, ich mal Höllenhunde. Boah, Alter, was ist das denn für eine Runde? Die Zone kommt, hier ist Exville. Da müssen wir hin.
Alter, warum schwimme ich so langsam? Wandkauf, hier drüben. Ist die gut? Ja, irgendwo ne. Ja, wir müssen einfach laufen. Geht nicht anders. Ja. Zwei erhöhen. Ey, ich hab keine Muni. ich kann dir jetzt was geben dann. Ja, warte, da kommt eine Muni-Box. Ich hab auch nur so schwerfällige Waffen, ey. Boah, Alter, was eine Rettungsaktion. Magazinwechsel. Ja, aber, mehr wollte ich ja nicht. Boah, also bei Stufe 2 macht die, guten Schaden, die Waffe. Boah, wenn die noch gepuncht ist, boah, was meinst du, was dann abgeht? Deswegen, ja. Boah. Einsatzteam an Deadboat, fordern sofort die Evakuierung an. Ach, scheiße. Ja, dann wird das wahrscheinlich wieder der Multi... Stream sein. Achtung, Achtung. Ja, moin. Ja. Ich habe jetzt gerade auf den Stream geachtet. Boah, Alter, da sind 1 Million, ne? Ja. Alter, wie soll ich das machen? Das sind locker 50. Ja, warte. Komm her. Ja. Oh, Junge. Jetzt pass auf. Ich muss nachladen, warte. Platziere Energieladung. Können wir hier nicht aufs Haus oder so lang? Dann runterjumpen? Warte, ich geb die Deckung, jetzt mach ich die alle weg. Bestätige Zombie. Jetzt rein in die Olga hier. Zurückbleiben, ich geh runter. Da schießt alles weg, das klappt. Komm, die sterben alle. Ich geb die Deckung auch noch. Ja komm, ab zum Maxwell. Ja, aber die kommen in Exfil rein, gell? Ja, aber die sterben auch hier drinnen. Nee, doch nicht, okay. Nein. Deswegen ja. Alter. Überleb, hinter dir! Ich hab nur noch 4 Muni, nein! Hier. Alter. Was war das? Das war ja mal geisteskrank. Ja, nächste Runde wird doch besser, ey. Zwei Dosen dabei. Moin, Hulk. Grüß dich. Ich werde den Stream jetzt gleich eben neu starten, weil ich werde den Twitch-Stream schließen, weil ich, das wird dann daran liegen. Und dann starten wir mal in eine neue, bessere Runde, krassere Runde. Also inzwischen, also wir kommen langsam rein. Hi Michel, danke für dein Follow. Okay, gut Leute. Also ich starte den Stream aber neu und bin jetzt gleich nur noch auf YouTube erreichbar. Dann bis gleich.